So, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Death Trash, einem Early Access Spiel, das erst nächstes Jahr voraussichtlich, wenn die Entwickler es überhaupt schaffen, die Early Access Phase verlässt und dann wirklich offiziell released wird. Die Story ist aktuell nur zu einem Drittel fertig, das Spiel an sich ist aber in seinen Grundmechaniken im Grunde schon relativ ausgereift. Die werden dann noch ein bisschen an so Punkten wie Kampfsystem und sowas arbeiten. Aber grundsätzlich ist das Spiel schon in einem überaus guten und absolut vorführbaren Zustand. Und das schauen wir uns jetzt heute mal an. Für alle, die das jetzt wieder auf YouTube gucken, nur dass ihr es wieder wisst, ich nehme das hier live auf Twitch quasi auf mit Live-Publikum. Also falls ich auf Kommentare eingehe, wisst ihr, was los ist. Ich sehe übrigens gerade, dass ich meinen Chat noch anmachen muss. Zodala, jetzt. Hallo, paranoider Android und T-Bone und Plefic, McFly und Mr. Hawkeye. Alle sind hier da. T-Bone, danke für die Bits. Gleich mal das Bitglas auffüllen, bevor es losgeht. So, jetzt hoffe ich, weil ich habe das jetzt quasi in einem anderen Fenster, auf einem anderen Bildschirm offen. Weil wenn ich jetzt hier reinklicke, verliere ich quasi die Kontrolle über meinen Desktop. Ich hoffe, es nimmt dann weiterhin alles gut auf. Controller funktioniert auch. Sehr gut. Wir starten natürlich ein neues Spiel, Death Trash, damit ihr das auch von vorne seht. Ich finde den Schwierigkeitsgrad nicht ohne, gerade am Anfang der ersten Stunden. Wir werden öfter mal sterben hier, aber das kriegen wir schon hin. Hi, Time Lord. So, neues Spiel. Neuer Slot. Ach, hat man da... Das ist ja schön, weil man hat nämlich nur 4 Save-Games in dem Spiel. 4 Save-Slots. Und ich dachte mir schon, oh, die 4 Slots, dann kann ich maximal 4 Charaktere machen und muss immer aufpassen, dass ich nichts überschreibe. Aber anscheinend hat jeder Charakter seine eigenen 4 Save-Slots. Dann ist gut. Mr. Hawkeye, danke für den Bitregen. Auch wenn alles daneben fliegt und explodiert. Aber wenn das Bitglas zu voll ist, dann spinnt die Physik immer total. Finde ich schön. Okay. Habe ich das wirklich schon 20 Stunden gespielt? Meine Güte. Bei 10 Stunden angegebener Spielzeit. Okay. Neuer Slot. Standard. Was ist denn Herausforderung? Ach, ich glaube, das ist mit Permadeath-Modus. Ach so, du kannst keine Waffen gegen andere Charaktere... Ach, das ist interessant. Du, keine tierischen Produkte essen. Nicht rollen. Nicht rollen könnte ich aktivieren, weil das benutze ich so gut wie nicht. Permadeath, interessant auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt mal die pure Standard-Erfahrung. Okay. Planet Nexus, Jahrhunderte nach dem großen Bluten. Es geht schon gut los, oder? Da habe ich schon Bock drauf. Inmitten der Ruinen vergangener Zivilisationen. Weilte die Menschheit in stillen Städten. Und Maschinen wandern, Urteile fällend. Während die Ausgestoßenen ums Überleben kämpfen. Ja, das ist unser Setting. Ich mag das schon mal ziemlich gern. So, jetzt passt auf, ich habe das letzte Mal... Also mein anderer Charakter ist irgendwie ein weirder Charakter. Ich baue gern weirde Spezialisten. Der war voll auf Okkultismus und Cybertech spezialisiert. Und auf Animalismus, damit er gut mit Tieren umgehen kann und lauter so Sachen. McFly, dankeschön für die Bits. Ja, ich glaube irgendwie, ne, ich weiß auch nicht, warum unten der Banner so leckt und alles, aber das, mein Gott, da dokter ich jetzt nicht rum. Wenn es weiter nichts ist, dann geht das schon. Okay, deswegen mache ich jetzt mal voll den Nahkämpfer. Oder machen wir voll den Nahkämpfer, würde ich sagen. Beziehungsweise am Anfang haben wir eh nicht so viel, dann mache ich mal ein bisschen, doch genau, mehr Zähigkeit, Stärke und vielleicht ein bisschen Empathie. Dann kriegen wir vielleicht neue Dialogoptionen. Und hier machen wir mal voll auf scharfe Waffen. Und...
Also ja, auf Schlösser knacken will ich ehrlich gesagt nicht verzichten. Das ist schon gut. Was wollen wir denn? Pistolen? Nee, Gewehre. Ich nehme Gewehre. Nehmen wir noch Gewehre ein bisschen mit. So, ich nehme einfach jetzt mal einen vordefinierten Charakter. Die glaube ich. Oder der. Oder die. Die sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus mit den weißen Haaren und der dunklen Haut, finde ich. Ich glaube, das ist ein cooler. Hat einen guten. Ist ein guter Blickfang quasi. Verliere ich meinen Charakter nicht aus den Augen. Ach so, es gibt eine Zufalltaste. Unten sehe ich es gerade. Das ist gut. Nach der habe ich gesucht. Den nehmen wir. Die Kit-Cyberbrille ist ziemlich gut. Zufälliger Name nehmen wir auch. Nee, na, nee, den kann ich nicht aussprechen. Vishnu. Okay. Vishnu. Ist das nicht so ein eine indische Gottheit? Vishnu? Aber schreibt man wahrscheinlich anders. Vishnu. Mit dem Visier. Okay, cool. Den nehmen wir. Ach ja. Na, das Spiel leckt leider auch ein bisschen. Ich habe schon befürchtet, wenn ich über das gleiche System streame und spiele, dann spinnt immer irgendwas leider. Ich habe vorher schon keinen Sound zusammengekriegt. Das ist nicht mein Blut. Und jetzt habe ich rumgedoktert ohne Ende, damit es überhaupt funktioniert. Aber es funktioniert halt nur so semi. Aber es passt, glaube ich, schon. Ich kann es spielen. Ich hoffe, man kann auch zusehen, ohne dass einem schwindelig wird. Hallo. Willkommen, ehemaliger Bürger. Es scheint, die Operation war ein Erfolg. Erinnerst du dich noch? Erinnern Sie sich noch, wer Sie sind? Ja, tue ich. Das ist durchaus glücklich. Wir haben auch weiterhin ein Interesse an Ihrem Wohlbefinden. Sie müssen uns nun aber verlassen. Die Gefahr einer Kontamination kann nicht ignoriert werden. Versuchen Sie bitte nicht, in Ihr altes Habitat zurückzukehren. Wir haben Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, damit dies nicht geschieht. Die Bauern, danke für die Bitte nochmal. Yay! Bei euch läuft's flüssig. Na, das ist super. Dann, wenn es bei mir nur ein bisschen stockt, damit kann ich leben. Was denn für Sicherheitsmaßnahmen? Ihr Körper wird dauerhaft versagen, sollten Sie einem Habitat zu nahe kommen. Was geschieht jetzt mit mir? Wohin soll ich gehen? Mr. Hawkeye, danke schön. Yay. Guck oben. Das seht ihr jetzt, wenn ihr auf YouTube das seht, nicht. Aber oben, die fallen irgendwie nicht schnell genug. Dann bildet sich so ein Bitknödel, der dann plötzlich explodiert. Ich find's super. Okay, was geschieht jetzt mit mir? Wohin soll ich gehen? Ich versuche den Roboter ein bisschen robotermäßiger zu sprechen. Dies unterliegt nicht unserem Urteil. Es steht Ihnen frei zu gehen, wohin Sie wollen, solange Sie nicht versuchen, ein Habitat zu betreten. Hier sind alle relevanten Informationen noch einmal schriftlich, damit Sie sich nicht... Was? Damit Sie sie nicht vergessen. Wir empfehlen Ihnen, den Freiland-Integrationskurs zu absolvieren. Aber es ist Ihnen freigestellt zu gehen, wann Sie wollen. Ich will jetzt raus. Das ist quasi ein Tutorial, aber das ist nicht mal. Kann man sich sparen, finde ich. Naja, wenn man es zum ersten Mal spielt, vielleicht nicht schlecht. Also gut, ich will jetzt raus. Dann folgen Sie bitte dem kleinen Korridor zur Sektion 2. Klick. Leben Sie wohl. Okay, Enforcer 9. Wer bist du? Android. Bleiben Sie friedlich. Ich glaube, wenn ich da reingehe, ist es nicht so gut, oder? Halt! Es ist Ihnen nicht erlaubt, das Habitat zu betreten. Sie riskieren damit die Kontamination anderer Einwohner. Um dies zu verhindern, wird Ihr Leben terminiert, wenn Sie nicht Folge leisten.
Bitte verlassen Sie diesen Korridor. Das ist wahrscheinlich wirklich keine gute Idee. Die Jacke ist auch irgendwie mit den grünen Knöpfen. Das ist schon, ja, schon einen coolen Charakter. Na, dann nehmen wir den Aufzug nach oben. Schauen wir mal kurz. Wir haben nämlich einen Brief bekommen mit weiteren Hinweisen, mit Informationen. Bürger, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, einer von uns zu sein. Mit sofortiger Wirkung wird Ihnen hiermit der Bürgerstatus entzogen. Sie werden nun auf die Oberfläche entlassen, wo Sie Ihr Leben außerhalb der universalen Gesellschaft weiterführen können. Bitte befolgen Sie die Regeln der freien Welt. Erstens, es ist Ihnen auf keinen Fall erlaubt, unabhängig jedweder Umstände eine Siedlung der universalen Gesellschaft zu betreten. Zweitens, es ist Ihnen nicht erlaubt, sich fortzupflanzen. Sollten Sie auch nur eine dieser Regeln brechen, werden Sie terminiert. Für weitergehende Hilfe betreffend des Lebens auf der Oberfläche wenden Sie sich bitte an Ihren Integrationsassistenten. Wir wünschen Ihnen ein schönes Leben außerhalb der Gesellschaft. Okay, diese Nachricht merken wir uns. Wir haben eine Notiz und Müll. Crafting-Ressourcen. Wir haben ein unbekanntes Gehirnimplantat. Das gehört jetzt dir. Das wurde uns wahrscheinlich eingepflanzt bei der Operation. Und noch ein unbekanntes Gehirnimplantat. Was auch immer das ist, es ist schuld daran, dass du aus der universellen Gesellschaft herausgeschmissen wurdest. Sieht sehr fleischig aus. Gut, 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 gut. Wir haben noch nicht genug Bewusstsein, damit wir unseren Geist modifizieren können. Na dann, raus mit uns an die frische Luft. Ach guck, ein altes Gewehr und eine Keule. Das ist ja nett. Können wir gleich mal ausrüsten. Eine leichte Kampfweste, ein Schleichenmodul, Gewehrpatron. Das ist sehr gut. So, das Schleichmodul legen wir jetzt mal an, weil damit können wir schleichen. Und schleichen ist ziemlich wichtig. Ich habe in den Fässern noch nie irgendwie Loot gefunden. Noch nie. Ich hau sie trotzdem immer kaputt. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach so, warte mal. Da sollen wir, glaube ich, lang, ne? Dann gehe ich aber erstmal noch hier rein. Nee, warte mal, das stimmt nicht. Dann gehe ich nochmal da hinten rein. Hi, Deathbird, hallo. Und hallo, Grummel, wie geht's? Ob es wohl an den Waffen liegt, auf die man sich spezialisiert? Was man da findet, wahrscheinlich nicht, weil ich hätte mich eher auf starke, auf scharfe Waffen spezialisiert. Und habe keine bekommen. Oh, 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 da ist ein Mutant. Okay, hier wuchert schon überall das Fleisch. Mir geht's auch gut, dankeschön. Alles cool. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir jetzt sind. Aber hier sind überall Fleischmutanten. Und ich habe keine Munition mehr. Aber die hauen wir. Mit unserer Keule. Für was habe ich denn einen super starken, robusten Charakter gemacht? Das schaffen wir schon. Jetzt lass mich mal kurz schauen. Ups, das wollte ich nicht, aber ich habe gerade Heilung benutzt. Ist okay. Ich wollte eigentlich das Fleisch als Schnellheil-Item ausrüsten. So, Munition ist in dem Spiel sehr knapp. Aha, abgeschlossen. Weiter geht's nicht. Da kommen wir wahrscheinlich irgendwann mal raus. Ich habe jetzt gerade den Hintereingang von irgendwas wahrscheinlich leergeräumt. Oh, mir wird schlecht. Ich sollte mich wahrscheinlich untersuchen lassen. Es gibt da draußen sicher irgendwo einen Arzt.
So, neue Quest. Kontaminiert. Nett und gemütlich. Etwas dreckig. Oh, ich habe meine Waffe gezogen. Jetzt läuft sie weg von mir. Oh, der Landsquid. Hey, wer bist du? Was machst du hier? Könnte dich dasselbe fragen. Ich lebe hier und kümmere mich um den Fleischkraken. Also, was machst du hier? Ich komme von dort hinten, aus der Anlage. Du kommst durch die Tür? Die funktioniert? Offensichtlich. Weißt du was über die Maschinen da unten? Nein, wusste nicht, dass da welche sind. Wirst du mir was antun? Nein. Gut, sehr gut. Ich werde dir auch nicht wehtun. Ich kümmere mich nur um den Fleischkraken. Ah, schade. Guckt, hätten wir jetzt Empathie 2, könnten wir hier noch einen Dialog mit der anscheinend weiterführen. Aber so sage ich einfach mal, dein Fleischkraken? Es ist nicht meiner. Schau, du kannst mit ihm reden, wenn du magst. Er hat in letzter Zeit Stimmungsschwankungen. Okay. Dann reden wir mal mit dem Fleischkraken. Fuck. Das ist aber viel Fleisch. Fleisch. Viel. Leben. Tibon, dankeschön. Was isst du denn so? Leben. Klein. Groß. Auch Menschen? Leben! Oh. Was bist du denn für ein Tier? Tier? Du weißt schon, nicht Mensch. Mensch. Ja, Mensch, das bin ich. Aber was bist du? Tier, Mensch. Okay. Das könnte so sein. Und was machst du so den ganzen Tag? Nachdenken. Worüber? Das Leben? Unendlichkeit? Ah, was denn sonst? Freundschaft, Gesellschaft, Unterhaltung. Was zur Hölle? Du hast Freunde? Freunde? Du? Oh ja, definitiv. Freund. Freunde suchen? Du willst mehr? Freunde suchen. Okay, in Ordnung. Wird aber wohl nicht so einfach werden angesichts deiner Umstände. Naja, dann haben wir eine Quest. Suchen wir einen Freund für den Fleischkraken. Aber schauen wir uns hier erstmal noch um. Das Spiel hat eine ziemlich praktische Minimap, die man jederzeit aufmachen kann, die einem wirklich schön zeigt, wo man schon überall war und wo noch nicht und wo man noch was theoretisch finden könnte. Das macht das Erkunden und das Looten gut. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Ah ja, genau, der hat seine eigenen 4 Speicherplätze. Jeder Charakter. Sehr schön. Ort gemerkt, das heißt, wir haben jetzt einen Schnellreisepunkt. Sieht aus wie der Fleischkraken. Ehrlich gesagt erkenne ich da viel in diesem Bild, aber nicht den Fleischkraken. Ich weiß nicht, wo das der Fleischkraken sein soll. Ich meine, da sind ein paar lange Linien und so, aber nee. Nicht mal mit viel Fantasie. Oh, Hexenfinger, die pflücke ich mal. Kann man wahrscheinlich immer brauchen. Das sieht nicht wichtig aus. Warum ist es dann überhaupt gehighlightet? Nur um mir zu sagen, dass es nicht wichtig ist. Dann lass es doch. So, noch ein bisschen Technik. Ja, eher, ne? Irgendwie ein Grabstein oder... Es ist halt so ein okkultes Verehrungsdenkmal. Hey, ich bin gerade verwirrt. Ich vermisse hier einen Charakter, den ich bei meinem ersten Playthrough hier stehen haben sehen. Oder bringe ich was durcheinander? Naja, schauen wir mal.
Vielleicht bin ich verwirrt. Okay, weiter geht's. Außen. Ach, vielleicht ist der auch hier außen, ne? Kann sein. Wie gesagt, noch nie habe ich in diesen Tonnen was gefunden, aber man kann sie kaputt machen und ich bin auch nur ein Mensch. Natürlich muss ich sie dann kaputt machen. Ein Fragment des Wissens, versteckte Weisheit, Gedanken, sortiert und verworren. Das können wir konsumieren und dann kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte. Das sind im Grunde so Erfahrungspunkte EP to go quasi. Bürgerstatus entzogen, das kennen wir schon, ne? Genau, der wurde vor uns rausgeworfen, wegen derselben Kontaminierung der Mysteriösen. Dem geht nicht so gut. Schauen wir uns hier mal gut um. Schleichen wir uns mal an den an. Immer fleißig looten. Hoia! Yes, flawless victory. Ich freue mich schon, wenn wir ein Schwert haben. Wir sind ja voll auf spitze Waffen spezialisiert. Jetzt laufe ich hier mit meinem Knüppel rum und kann im Grunde überhaupt keinen Nutzen davon ziehen. Aber ich glaube, mit so einem Nahkampfcharakter spielen ist mal ganz was anderes. Oh, die sind zu zweit. Na komm, vielleicht können wir einen weghauen, bevor der zweite überhaupt kommt. Hey, ich muss schon sagen, wow, das Spiel ist mit einem starken Kampfcharakter sehr viel leichter bis jetzt, als mit meinem komischen, mit Tieren sprechenden Hacker, der irgendwie ziemlich kultistisch unterwegs ist. Da war der Einstieg sehr viel schwerer. Huiuiui. Hallo, Just Smithy. Death Trash ist im Grunde ein, man kann fast sagen, ein geistiger Nachfolger vom Fallout 1 und 2. Oder zumindest ist es sehr stark von Spielen wie Fallout 1 und 2 inspiriert. Aber das ist von einem Berliner Studio, dessen Namen mir gerade leider nicht einfällt. Und das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen im Early Access erschienen. Und da ist ein nackter Mann. Hey, alter Mann. Haha, schau dich an, mit Kleidung, so ordentlich. Na, hast einen guten Tag. Den besten. Hier, schau mal, wie ich tanze. Nicht schlecht, er hat die Moves. So frei, so feier ich die Sonne. Und jetzt kannst du gehen. Vielleicht bist du an einem großen, fleischigen Freund interessiert? Du meinst das große Fleischmonster im Tempel da vorne? Nein, mit dem will ich auch nichts anfangen. Na gut, nackter Mann. Hey, ich bin nicht interessiert. Bitte lass mich jetzt alleine. Kann ich dir vielleicht bei irgendwas helfen? Nee, aber danke fürs Angebot. Na, der hat eine gute Zeit. Wie kann so ein nackter Mann in der Wildnis ohne Waffen, ohne alles überleben, während hier überall so Fleischmutanten rumlaufen? Aber ich schätze, der hat seinen Weg. Vielleicht ist er einfach eins mit dem Fleisch. Das, ne? Wer weiß. Ah! Ich werde von einem kleinen Wurm gebissen. Die konnte ich halt mit meinem anderen Charakter quasi einfach zähmen. Die kleinen Viecher hier mit meinem Animalismus-Charakter. Essen wir mal ein bisschen Fleisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das die beste Idee ist, das Fleisch, das hier so rumliegt, einfach aufzuessen alles. Aber wenn es schmeckt. T-Bone, danke nochmal für die Bitbombe. 1000 Bitbombe. Und wie alles ruckelt hier. Meine Güte. Ich muss wirklich mal. Nee, wisst ihr, was ich wirklich brauche? Ich muss mir jetzt. Ich habe noch gewartet, weil Grafikkarten einfach immer noch so teuer sind. Ich will da noch warten, aber ich brauche einen ordentlichen Zweitrechner. Ich brauche ein 2-PC-Setup. Das ist einfach die einzige ordentliche, professionelle, funktionierende Lösung. Da hilft alles nichts. Da muss ich jetzt mal investieren. So,
Spähauftrag. Aber für heute muss es so reichen. mit ruckligem Text unten. Spähauftrag. Geh auf die Suche nach den Großen. Sie müssen irgendwo westlich der faulenden Schlucht sein. Wenn du etwas findest, komm sofort zurück. Komm ihnen nicht zu nahe. Pass auf dich auf. Die Mutanten sind in letzter Zeit sehr aggressiv. Etwas scheint sie aufgebracht zu haben. Und das wird noch schlimmer werden. Gezeichnet das Auge. Mysteriös. Ich mag auch den Soundtrack des Spiels. Ich weiß nicht, ob man den jetzt im Stream so gut hört, weil der ist sehr leise, sehr zurückhaltend. Oft hat gar keine Musik, sondern nur so dumpfe Töne im Hintergrund. Aber wenn man hier so mit Kopfhörern sitzt und das selber spielt, das hat einfach eine sehr gute, düstere, bedrohliche Stimmung. Trotz des Pixel-Looks hatte ich wirklich in vielen Dungeons, in vielen dunklen Bereichen irgendwie echt so beklemmende Gefühle. Echt so unangenehme Gefühle. Eben wegen dem Soundtrack wahrscheinlich hauptsächlich. So, ich glaube, jetzt kommen wir zum ersten Mal auf die Weltkarte. Die erinnert schon mal sehr stark an die alten Fallout-Spiele. Gut, wo die faulende Schlucht ist, wissen wir schon. Wir können jetzt hier auch auf freie Hand im Grunde alles erkunden. Und da gibt es tatsächlich einige Orte zu entdecken. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal einfach zur faulenden Schlucht. Ich bin echt auch an der Lore und an der Story von diesem Spiel interessiert. Mir gefällt das Setting sehr gut. So mysteriös und weird und seltsam. So eine außerirdische Welt, in der überall das Fleisch wuchert und teilweise sogar Bewusstsein entwickelt. Und keiner weiß so genau, was das Fleisch ist und wo es herkommt. Aber irgendwie gibt es diese mysteriösen Fleischtitanen irgendwo da draußen. Und Maschinen, die alles kontrollieren. Das ist alles so weird und abgefuckt und gefällt mir einfach echt gut. Es ist so, es ist mal ein anderes, im Grunde postapokalyptisches Setting. Also ich meine wahrscheinlich postapokalyptisch, weil hier überall Trümmer einer alten Zivilisation rumliegen. Das ist einfach ein frisches, unverbrauchtes Setting. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, das ist auch das, was Fallout 1 damals so interessant gemacht hat. Weil genauso wenig wie der Bunkerbewohner wussten wir als Spieler, was uns da draußen im Ödland erwartet. Und so ist es hier auch. Wenn wir heute Fallout 4 spielen, dann haben wir eine ziemlich gute Vorstellung von dem, was uns da draußen erwarten wird. Oh, der explodiert! Oh, ich konnte nicht mehr rechtzeitig wegrollen. Jetzt ist uns ziemlich übel, weil der anscheinend eklig war. Und wir sind ziemlich tot. Ich esse mal ein bisschen Fleisch. Zadala. Und hier ist wieder diese Faszination des Entdeckens. Einfach so ein frischer Ansatz in der Postapokalypse. Man glaubt, man hat schon alle Postapokalypsen gesehen. Und dann kommt Death Trash. Mit seiner fleischigen... Ne, ich mag sowas, wenn am Anfang im Intro schon steht, nach dem großen Bluten sind Sachen passiert. Und man denkt sich so, okay, ich will mehr wissen. Tell me more. So, kann ich das jetzt nehmen oder nicht? Vielleicht nicht, solange ich getarnt bin, aber eigentlich schon. Hauen wir den Raider mal hier. Der hat leider eine Waffe und schießt auf uns. Okay, gut. Ey, wir brauchen echt Munition. Ja, wir haben Munition gefunden. Danke. Dadala. Na also. Aber ich werde trotzdem viel mehr schleichen und hauen, weil das spart Munition. Munition ist wertvoll. Okay. Was haben wir denn hier? Schock. Ah. Schock ist gut. Schock ist ein Implantat, das wir anlegen können. Und damit sind wir jetzt quasi so ein bisschen... der Imperator. Nur, dass wir mit Schock, obwohl es ein Elektroangriff ist, gleichzeitig irgendwie Gegner einfrieren. Fragt mich nicht warum, aber das ist so. Können wir dann beim nächsten Gegner mal versuchen.
Nee, die so zu töten ist es nicht wert, ne? Da hatte ich mit meinem Tierzähmer-Charakter schon im Vorteil. Da konnte ich die quasi einfach nehmen und essen, die Fleischwürmer. Konnte ich einfach vom Boden aufheben und wie so ein Wrap essen. Aber mit dem muss ich die hauen und dann beißen die mich. Und dann verliere ich ungefähr so viel Energie, wie mir die bringen würden, wenn ich sie esse. Da macht das gar nicht so viel Sinn. Okay, komm schon, double kill. Mist, der eine hat mich bemerkt. Okay, nein, oh Gott. Ich glaube, wir sterben. Ich glaube, wir sterben. Schnell, iss was. Nein, was? Doch, iss doch. Ich kann nicht essen, während Gegner in der Nähe sind. Seit wann? Jetzt hat er den Wurm eingefroren. Ich glaube, ich spinne. Oh, okay. Aber wo ist der andere? Der ist nicht der einzige. Okay, wir können essen wenigstens. Meine Güte, das wäre jetzt beinahe ins Auge gegangen und erinnert mich daran, dass ich echt mal wieder speichern sollte. Jetzt habe ich den Wurm eingefroren und dann daneben eingefroren. Alles habe ich eingefroren, nur nicht den Gegner. So, dich friere ich jetzt mal ein. Oh, jetzt ist er gestorben am Einfrieren. Naja, ich kann jetzt Blitze schießen. Wie ein richtiger Sith Lord. Hi, Desert Railgun. Hallo. Moment, was ist denn das Hellblaue da oben auf der Minimap? Habe ich... Ah, da ist ja eine Höhle. Die habe ich voll übersehen. Okay. Schnell speichern. Rein. Rein mit uns in die gute Stube. In so Höhlen sind ab und zu Spinnen. Und es gibt nichts Schlimmeres als Spinnen. Aber hier sind anscheinend Raider. Da kommt es immer auf die Bewaffnung an, wie schlimm die sind. Ich werde mich mal anschleichen und den hauen. Na komm, dein Revolver hat keine Chance gegen meinen Stock. Crafting-Wissen und eine Anleitung für den Dietrich. Und eine kleine Pistole. Das ist gut. Schauen wir mal kurz. Die Zeit bleibt hier leider nicht stehen in dem Spiel, wenn man auf Pause drückt, also ins Inventar geht. Deswegen mache ich mich immer gern unsichtbar. Das Spiel hat übrigens einen lokalen Multiplayer, was ich ziemlich cool finde. So, zerlegen. Ich kann es irgendwie nicht zerlegen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich erst Crafting wissen. Stimmt, ich muss erst das Buch lesen. Dieses Buch enthält die Blaupausen für einen sogenannten Blimp. Dazu gibt es sehr detaillierte Anweisungen darüber, wie Blaupausen im Allgemeinen zu lesen und zu verstehen sind. Wenn du dir den Inhalt dieses Buches merkst, erhältst du das nötige Verständnis, um neue Rezepte zu lernen und zu benutzen, wie auch die Fähigkeit, Items in wiederverwendbare Werkstoffe zu zerlegen. Bam. Ist nicht der Sinn von Schnellspeichern, dass man nicht ins Menü gehen muss? Ich finde, zwei Knöpfe ist immer noch schnell speichern. Hier muss ich erst einen Platz wählen und dann dauert es auch ein bisschen länger. Ne, es dauert nicht wirklich länger. Aber zack, zack, das ist für mich schnell speichern. Dadurch, dass der Cursor standardmäßig auf schnell speichern ist. Es gibt bestimmt auch irgendeine F-Taste, die das machen würde. Stopp, ich wollte noch mal kurz gucken. Ich habe nämlich hier noch mal Fragmente des Wissens gefunden. Die können wir noch mal konsumieren. Stufe 2. Dann zerlegen wir mal das hier noch. Und wir haben zwei alte Gewehre, ne? Ich glaube sogar, lasst mich mal kurz gucken, wir haben eins angelegt. Wir können sogar noch eins zerlegen. Okay, 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 okay. Hi Armin, hallo, wie geht's? Sodala, Level 2. Ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, legen wir noch einen Punkt auf Empathie. Was bringt Geschick? Fernkampfwaffen. Okkultismus. Aha. Keine Ahnung. Ich nehme Empathie. Und, obwohl wir noch keine haben, spezialisiere ich mich jetzt schon voll auf scharfe Waffen und Schlösser knacken sowieso. Schlösser knacken muss immer. In jedem Spiel. Ich bin halt ein alter Looter. Wenn ich dann im verschlossenen Safe irgendwo sehe, den ich nicht öffnen kann, dann flippe ich aus. Ein Erinnerungsstück bringt auch Erfahrungspunkte, aber ein bisschen weniger. Ein haltbarer Teil
vergangener Erfahrungen konsumieren. Ach so, genau, das Rezept für Dietriche könnte ich noch lernen. Das ist ziemlich wichtig, weil sonst bringt uns unser Schlösserknacken-Skill nicht viel, wenn wir keine Dietriche haben. Okay, hier ist es ziemlich fleischig. Naja, hier liegen ein paar... ein Hirn, ein köstliches Gehirn. Gehirn ist quasi von der Heilung her besseres Fleisch. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, so die Hierarchie der Heil-Items ist im Grunde Fleisch, Organe, Hirn und dann so eine Art wie ein Stimpack. Na dann, das war's hier eh schon in der Höhle. Dann raus mit uns aus der guten Stube. Okay, gehen wir nochmal gerade nach unten. Da waren wir noch nicht. Dann haben wir die faulende Schlucht auch ausreichend, glaube ich, uns angeguckt. Oh, oh, ich wollte den gar nicht attackieren. Ih, der hat mich gebissen. Schnaps? Ich habe keine Ahnung, was Schnaps bringt. Keine Ahnung. Ich habe das Spiel jetzt, wie ihr vorher gesehen habt, schon überraschenderweise 20 Stunden gespielt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon ein paar Schnapsflaschen getrunken. Keine Ahnung, was die bringen. Der explodiert. Dankeschön, dass du deinen Freund mitgesprengt hast. Ein netter Service. Und ein Hirn hat er auch noch gedroppt. Was will man mehr? Kann ich wirklich nur eine Kugel in dem Gewehr hier laden? Ja, anscheinend. Lame. Trotzdem sieht unser Charakter cool aus. So, ich würde sagen, dann lassen wir die faulende Schlucht hinter uns. Und hinter der faulenden Schlucht finden wir jetzt die erste Stadt. Unsere erste kleine Hub-World. Ach, Geschwindigkeit wechseln beim Reisen. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das ist ja nett, aber ich lasse sie mal auf Standard. Den Tooltip sehe ich zum ersten Mal heute. Gerade bei längeren Reisen habe ich mir nämlich schon öfter gedacht, so, oh, gibt es hier nicht irgendwo den Vorspulknopf, aber ich habe ihn nicht gefunden. Aber Viereck ist es, wenn man einen PS4-Controller an seinen Laptop, an seinen Computer, an seinen Steam ansteckt. Ansonsten ist es wahrscheinlich eine andere Taste. Na? Ah ja. Schnellreisepunkt. Aktiviert. Okay, wir erinnern uns an unsere Quest. Wir sind eigentlich auch auf der Suche nach Zivilisation, weil wir einen Arzt suchen. Weil wir doch diese seltsame, ja, diese seltsame Diagnose von diesen Robotern bekommen haben, dass wir wegen einer Infektion im Grunde, wegen eines Befalls, den Bunker verlassen mussten. Hallo Fremder, trau den Maschinen nicht. Na gut, okay. Tschüss. Also nicht den Maschinen trauen. Wir merken es uns. Aha. Ah, okay. Hier müssen wir jetzt erstmal einen Dietrich craften. Zerlegen wir die zerlegbaren Teile noch. Ein Blip könnten wir auch herstellen, aber das will ich gar nicht. Das wirft man quasi, um Gegner in die Irre zu führen, aber das haben wir nicht nötig. Wir hauen einfach alle mit dem Knüppel. So. Oh, Gefahren. Das klingt wichtig. Gefahren. Maler. Seltsam, als ich die Titan erwähnte. Sehnsucht in ihren Augen. Flüchtig aus einem Habitat wahrscheinlich. Schwer zu beweisen. Mag übernommen sein, muss vorsichtig sein. Puppenmeister, fähig. Wer hat's ihm beigebracht? Warum wird er nicht von den Collectors rekrutiert? Schmierig.
Agira, spröde. Motivation? Da hat anscheinend jemand einfach nur ein paar Stichpunkte über irgendwelche Personen, die wohl irgendwie wichtig sind, für ihn zumindest aufgeschrieben. Hallo, ein Besucher. Was machst du hier unten? Ich untersuche das Fleisch und die Maschinen, versuche unseren eigenen Platz in ihnen zu finden. Zurzeit konzentriere ich mich auf das Fleisch. Was ist denn deine Meinung über das Fleisch? Es ist sehr viel. Korrekt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist sehr seltsam. Ich kann nicht einmal beurteilen, woher es kommt. Mich interessiert zurzeit größtenteils die Herkunft und wie es mit den Infektionen und Mutationen zusammenhängt. Ich wurde aus einem der Habitate rausgeschmissen, weil ich kontaminiert bin. Kann das etwas damit zu tun haben? Interessant. Ich kann keine äußerlichen Anzeichen einer Krankheit erkennen. Wie geht's dir? Ganz normal. Meistens. Manchmal wird mir schlecht und ich muss kotzen. Das könnten die ersten Anzeichen eines sich verändernden Metabolismus sein. Sonst noch was? Kannst du mich untersuchen? Gerne. Diese ganze Sache ist für mich auch faszinierend. Du könntest mein erstes Untersuchungsobjekt sein, das sich noch im Anfangsstadium befindet. Wie aufregend. Anfangsstadium? Was kommt denn noch? Kann ich noch nicht sicher sagen. Vielleicht ein paar Mutationen. Ist das heilbar? Ich glaube nicht. Ich bin aber zurzeit nicht dazu ausgerüstet, an menschlichen Zellen zu arbeiten. Ich brauche wohl einen Medizinscanner und etwas Octagon-Fluid. Den Scanner kriegst du wahrscheinlich beim Arzt hier in Tauris. Sag ihm, dass es für mich Mortus. Aber Octagon-Fluid wirst du hier nicht finden. Eine der alten Anlagen im Norden könnte noch was übrig haben. Oh, und es wäre noch sehr praktisch, wenn du mir noch ein wenig Gehirngewebe von einem Mutanten bringen könntest. Dann mache ich mich mal auf die Suche. Aber ich habe eigentlich noch mehr Fragen. Hast du eine Ahnung, wo ich Freunde für den großen Fleischklops finden kann? Was? Ich habe da so eine riesige Fleischkreatur kennengelernt. Sieht aus wie ein Tentakeltier. Und es ist ein wenig einsam und sucht Freunde. Faszinierend. Was für Freunde würde so eine Kreatur denn überhaupt wollen? Andere Fleischkreaturen? Weiß nicht. Es hat mich auf jeden Fall als Freund akzeptiert. Interessant. Ist die Kreatur gefährlich? Keine Ahnung. Interessant. Man könnte dafür einen Androiden verwenden. Die Kreatur bekommt einen Freund, wir haben eine Chance zu observieren und niemand wird gefährdet. Und wo kriege ich bitte einen Androiden dafür her? Die Enforcer können wir schon mal vergessen. Aber ich weiß von einem kaputten Modell in Tauris, nahe beim alten Haus im Süden. Dann mache ich mich mal auf die Suche. Sonst noch was? Hast du schon Fortschritte gemacht mit deinen Studien? Nicht wirklich. Wissenschaft ist ein sehr langsamer Prozess. Aber ich bin stur. Ich krieg da schon irgendwas raus. Sonst noch was? Nee, danke. Na dann, gucken wir mal. Schauen wir uns hier unten mal noch ein bisschen um in den Gewölben. Ups, und boxen das Mikrofon währenddessen versehentlich mit unserem Bein. Würde ich sagen. Das ist immer gut. Oh, die Fleischkammer. Hier liegt tatsächlich ein bisschen Fleisch, das wir mitnehmen können. Und ein paar Organe.
Warum nicht? Hey, ich will ein Schwert. Ich will endlich ein Schwert. Gib mir ein Schwert, Spiel. Gib mir ein Schwert. Jetzt habe ich ein Gewehr und einen Revolver, aber noch kein Schwert. Ich glaube, feindlich gesinnte Leute sind immer rot angezogen. Hey! Bitte, tu mir nicht weh. Lebst du hier? Ja, es ist gemütlich und ich störe niemanden hier. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Manchmal denke ich, dass niemand sich um irgendetwas kümmert, egal ob gut oder schlecht. Mich kümmert's. Das ist nett. Alle anderen sind so gleichgültig geworden, sogar die Maschinen. Ich habe gehört, die waren früher viel freundlicher. Gehört jemanden. Na gut, Sarah. Ich klau dir nicht deine Sachen. So ein großer Looter bin ich dann auch wieder nicht. Dass ich freundlichen NPCs ihre Sachen klaue, wenn die daneben stehen. Vor allem, weil sie dann wahrscheinlich aggressiv werden und ich sie töten muss. Das muss nicht sein. Ah, Spinnenweben. Ich hasse Spinnen. Mit dem Knüppel draufhauen, schnell. Die sind krass. Nein, 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 du bleibst schön hier jetzt. Du blödes Misttier. Ah, da unten ist noch eine Spinne. Es lohnt sich nicht, gegen die zu kämpfen aktuell. Viel zu viel Munition und oder Lebensenergie geht da drauf. Ich habe nicht mehr viel Fleisch zur Heilung und so. Ich würde schon gern wissen, was die... Ah, weg hier. Was die da unten bewacht, die Spinne. Wahrscheinlich was zu holen. Es wäre nur noch eine Spinne. Na komm, eine Spinne. Das ist jetzt voll der Ressource, voll die Ressourcenverschwendung. Aber irgendjemand muss die Spinne ja looten. Komm her, komm her. Die schaffen wir. Okay. Die hatte ein bisschen Müll in der Hosentasche, die Spinne. Und sonst überhaupt nichts. Ach, come on. Ich dachte, die bewacht hier das epische Hattori Hanzo Schwert plus 5 oder so. Dabei hat die Müll. Ein bisschen Müll. Für ein bisschen Müll habe ich uns jetzt halb umgebracht und unsere komplette Munition verschossen. Für alle Waffen, die wir bis jetzt haben. Zugegebenermaßen nicht viel, aber trotzdem. Dammit. Naja, dann stecke ich die Waffe lieber mal weg, dass ich die Zivilisten hier nicht verunsichere. Aha! Sieht aus wie ein Cyborg. Hat aber keine Energie. Dieser Trichter sieht so aus, als könnte man da organisches Schmiermittel einführen. Aber ich habe keins. Organisches Schmiermittel? Das... Dafür können wir sorgen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Wo kann ich denn das gleich nochmal einstellen? Hier. Genau. So. Organische Schmiermittel. Kommt sofort. Nee. Wie denn jetzt? Ich hab vergessen. Ah ja. Kotze. Das ist der Vorteil unserer Erkrankung. Wir können auf Kommando kotzen. Aber nur alle 5 Sekunden. Einmal. Man will sie auch nicht übertreiben. Na gut, okay. Jetzt haben wir organische Schmiermittel. Das können wir jetzt in den Trichter füllen. Hochfahren. Initialisieren. Was willst du, Mensch? Wer bist du? Ich war einer deiner Meister. Hier, um deinesgleichen vor den Gefahren dieser Welt zu schützen. Aber das war in meinem vergangenen Leben. Der ist ein Cyborg, deswegen rede ich dir nicht ganz so wie die Roboter. Ich verließ die Meister, um einer deiner Art zu werden. Wurdest du deshalb zerstört? Ich weiß nicht. Ich habe keine Erinnerung an meine Zerstörung. Bist du der, der mich aktiviert hat? Ja.
Du hast mein Leben gerettet. Danke. Was nun? Ich würde gern meine Reise fortsetzen, Leute kennenlernen. Deine Beine sind zerquetscht. Ja. Vielleicht kannst du meinen Kopf abreißen und mich herumtragen. Ich bin komplett selbsterhaltend, auch in dem Zustand. Ich werde dir nicht zur Last fallen. Ich möchte nur das Leben erleben, Freunde machen, neue Orte sehen. Na, dann nehmen wir mal den Kopf mit. So, los geht's. Schön. Ich habe den wichtigsten Teil schon entfernt. Der kopflose Android. So, dann haben wir einen potenziellen Freund für den Fleischkraken gefunden. Auch nicht schlecht. Wo zur Hölle bin ich? Wo laufe ich denn hier in der Pampa rum? Ah ja, hier sind wir in der Zivilisation. Ich schaue trotzdem kurz noch hier in diese Ausläufer. Könnte ja sein, dass hier Loot ist. Oh, hier sind schon wieder Personen und Häuser und so. Ein Luke. Ach, die geht hier in den gleichen Keller, wo wir eh schon waren. Okay. Das unterwuchert, unterbaut, untergräbt, wie auch immer, die ganze Stadt quasi. Hightech-Skill fehlt. Na gut. Blocken. Aktive Fähigkeit. Blocke Schaden, wenn rechtzeitig genutzt. Werde ich nicht kaufen, würde ich nämlich nie im Leben benutzen. Ich kenne mich ja. Hier gibt es ganz viele andere Implantate. Können wir unseren Blitz theoretisch austauschen. Was hätten wir denn da alles? Feuerzirkel. Setze Gegner in der Nähe in Brand. Zieht Gegner an. Flächenangriff mit physischem Schaden. Vergiftet Gegner. Beschwöre einen Wurm, der auf deiner Seite kämpft. Das gefällt mir. Gegner verlieren dich aus den Augen. Lässt vor dir stehende Gegner für kurze Zeit erstarren. Beschwöre eine Legion aus Fleisch. Je mehr Gegner da sind, desto größer die Legion. Das klingt ja mal awesome. Körperlich anstrengende Aktivitäten wie Schleichen oder Rollen verbrauchen weniger Energie. Naja, das klingt alles sehr gut, aber ist auch alles sehr teuer und ich habe sehr kein Geld. Ich verkaufe mal den ganzen Schnaps, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was der eigentlich bringt. Dann verkaufe ich den Plastikmüll, das Quarz hier, das Aventurin, das Packmaterial und das Kunststück. Alles andere können wir eventuell noch brauchen. Ach, guck, da hinten liegt Zeug rum. Das nehmen wir auch mit. Ein bisschen Technik, ein bisschen Zettel, Menschlichkeit und Selbstbestimmung und noch ein bisschen Schnaps. Ich glaube, den Schnaps verkaufe ich gleich. Der müllt uns sonst nur einen Inventarplatz zu, den wir eventuell brauchen können. So, lesen wir mal Menschlichkeit und Selbstbestimmung. Ausschnitt aus einer Diskussion. Wir haben redigiert als Helfer installiert, weil die Leute sich nicht selbst regieren können. Die Fähigkeit haben sie ja schon, aber es wird immer ein Chaos bleiben. Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen und es wird immer eine kleine Untergruppe existieren, der die Meinung und Gedanken der anderen egal sein wird. Dazu kommen noch die Kriminellen, getrieben durch Lust, Neugier oder einfach als solche aufwachsen. Wie können wir allen Sicherheit gewähren? Wie können wir uns um jeden, insbesondere mit den gegebenen Umständen dieser Umwelt? Achso, wie kümmern wir uns um jeden, insbesondere mit den gegebenen Umständen dieser Umwelt? Wie können wir in dieser Situation die Führung nicht übernehmen? Extra Schaden für stumpfe Waffen, extra Schaden für Klingenwaffen. Ich hätte so gern Klingenwaffen. Hier könnte ich eine Klingenwaffe kaufen. Ein Schlachtbeil. Scharf, 12 Schaden, langsam. Ach, wisst ihr was? So. Ist schon gekauft.
Dann zerlege ich jetzt unseren alten Knüppel. Hallo. Was kann ich dir anbieten? Was ist das für eine Maschine da drüben? Es ist ein Maschinenhändler. Nettes Ding, nicht? Die Collectors haben es dahingestellt. Die Collectors? Ein Händlertrupp. Sucht nach wertvollen Schrott, aber interessieren sich eigentlich für allerlei Kram. Nie von ihnen gehört? Wo kommst du denn her? Spielt das eine Rolle? Nein, war nur neugierig. Wolltest du sonst noch was? Verkaufst du was Spezielleres? Ich habe ein paar Implantate und Kleinkram. Kannst du gern mal meinen Shop anschauen? Sonst noch was? Was bietest du so? Ich kann dir ein neues Gesicht geben oder dein Gehirn umstrukturieren. Bei dem kann man im Grunde seinen Charakter umbauen. Kann man neu die Skills neu verteilen etc. Hey, wer ist denn da? Der nackte Mann. Oh, schön, ein anderer Reisender. Manche Leute hier sind aber schon komisch. Hab nach was zu essen gesucht. Die haben aber nur rohes Fleisch. Bäh. Dann muss ich mich halt wieder von Pflanzen und Dreck ernähren. Na dann, man sieht sich. Hey, ich bin nicht interessiert. Bitte lass mich alleine. Okay, ich hau ab. Das ist gut. Privatsphäre ist wichtig. So, hier können wir unseren Schock wieder aufladen. Unsere Power. Was haben wir denn hier? Zirkon, Fleisch, Schnaps, alles geopfert an Jepsu, die Verführerin. Frischfleisch, was? Fleisch, Frischfleisch, Fleisch. Hä? Hey, bist du neu hier, ne? Hier ist dein Fleisch. Wir kümmern uns hier um jeden, aber wenn du mehr willst, musst du auch was zahlen. Was ist überhaupt mit all dem Fleisch hier überall? Das ist über... Was ist... Achso, ja genau. Es ist einfach da und wächst. Aber es braucht einiges an Handwerkskunst, die guten Stücke rauszuschneiden. Und wo kommt es her? Keine Ahnung. Soweit ich mich erinnern kann, ist es schon immer einfach überall aus dem Boden gewachsen. Vielleicht ist ja der ganze Planet aus Fleisch und wir stehen nur auf einer dünnen Kruste aus Dreck und Stein. Und, willst du jetzt ein Fleischstück? Ist das gesund? So rohes Fleisch? Warum nicht? Jeder hier isst es roh. Schlimm kann es nicht sein. Naja, tschüss. So, wir müssen noch den Arzt hier in der Stadt unbedingt suchen. Wir müssen zurück zum Fleischkraken, damit der seinen Freund kriegt. Und wir müssen einen Arzt finden. Und dann müssen wir noch in den alten Bunker, wo wir dieses Octofluid oder wie das heißt, kriegen. Viel zu tun, viel zu tun. Und wir müssen das Erinnerungsstück lesen. Oh, und ein Fragment des Wissens. Wann habe ich denn das aufgehoben? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Sehr gut. Sehr gut, Herrn. Den unnötigen Kram gleich rausschmeißen. Du siehst aus wie ein Arzt. Komm mal her, bleib mal stehen. Hallo, kann ich helfen? Hast du einen zweiten medizinischen Scanner? Wofür? Mortus will mich untersuchen und braucht dafür besseres Equipment. Mortus hat gesagt, ich würde dir einen geben? Ja. Na gut, ich glaube, ich kann auch einen ausleihen. Ja. Danke. Das ist aber vertrauensselig für so eine Welt hier. Aber vielleicht hat der einfach wirklich viel medizinische Scanner und braucht sie gar nicht. Gehört jemandem. Na gut. Ich schaue mich mal hier noch ein bisschen um, weil mindestens eine Quest, an eine Quest kann ich mich noch erinnern. Die muss hier noch irgendwo... Ah, hier ist sie.
Sag mal, denkst du, ich kann gewinnen? Wobei? Den Wettkampf. Ich muss gewinnen. Ich weiß es. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe. Kannst du mir dabei helfen? Hey, du versuchst jetzt nicht gerade zu mogeln, oder? Als ob. Was macht denn diese Person sonst hier? Spirituellen Ratschlag erteilen. Wenn du meinst. Nimm dir jeden Ratschlag, den du kannst. Du wirst trotzdem verlieren. Also, ich muss da auf jeden Fall gewinnen. Bist du dabei? Was ist es dann für ein Wettkampf? Es geht darum, wer am meisten kotzen kann. Ich habe gehört, dass sie nachts trainiert. Ich will dieses Mal nicht verlieren. Also, bist du dabei? Klingt spaßig. Was brauchst du dafür? Im Roten Wald, südlich von hier. Da hat sehr viel von diesem pinken Glibberzeug. Es ist echt eklig. Ich kann es nicht mal anschauen, ohne dass mir schlecht davon wird. Das muss doch was mit den Innereien anrichten, nicht? Okay, ich organisiere es für dich. Okay. Bringen wir dem lila Glibberzeug für seinen Kotzwettbewerb. Why not? Ups, ich knock hier gerade ein Schloss. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Hat keinen gestört. Abgesägte Schrotflinte und Schrot. Wunderbar. Ich weiß nicht. Nehmen wir noch ein bisschen Fleisch mit. Packen wir ein. Wir haben noch eine lange Reise vor uns. Warum können wir eigentlich nur die kleinen Fleischbrocken und Organe, die da am Boden liegen, essen und nicht diese großen Klumpen? Kann man sich nicht, wenn wir uns nicht mit unserem neuen, Schwert was raushacken, einfach? Aber scheinbar nicht so leicht. Jetzt gehen wir noch da hoch. Dann haben wir hier alles abgegrast. Oh, Waffe lieber wegstecken. Ich glaube, die Wächter-Androiden finden das nicht so gut. Ein schwarzes Bandana. Das bringt uns 5 Resistenz gegen Energie. Anlegen. Yeah, jetzt sehen wir noch ein bisschen weirder aus mit unserem schwarzen Bandana. Na schön, ich glaube, dann packen wir es. Auf ins Abenteuer. Ich weiß nur nicht mehr, wo der Ausgang ist. Da lang. Also, wir haben viel zu tun. Was machen wir zuerst? Gehen wir zuerst zurück zum Fleischkraken schnell und geben dem seinen Freund. Und dann, wir haben nämlich auch Empathie hochgestuft. Jetzt können wir mit der Tentakelpriesterin reden, mit der Krakenpriesterin. Die hat einen Dialog, der nur mit Empathie 2 freigeschaltet werden kann. Genau, da unten ist der rote Wald, wo wir die Kotze sammeln. Irgendwo hier in dem Bereich ist der Bunker, wo wir noch hin müssen. Ja, genau. Na dann los. Auf zum Tempel des Kraken. Ich hätte die Schnellreisefunktion benutzen sollen. Dammit. Jetzt laufe ich auch noch in eine Sackgasse. Tibor, und Dankeschön für die Bets. Yippee. Oh, ich dachte gerade, das sieht aus wie eine Tür. Aber ist wohl nur irgend so ein Gitterfenster. Na, überall diese technischen Schläuche, Kabel und im Kontrast dazu dieses Fleisch, das wuchert. Das ist schon interessant, finde ich. Bin gespannt, wie genau der Zusammenhang ist. So, Freunde. Schau mal. Wie wäre es mit dem da? Oh, das sieht interessant aus.
Maschine. Klein. Schlucken. Schlucken? Du willst ihn essen? Was? Hat er was gesagt? Kannst du ihn etwa nicht hören? Nein. Leben, essen. Ach so, andersrum. Essen, lebend, verstehen. Er ist sich ziemlich sicher, dass er dich essen will. Die Chance ist sehr groß, dass meine Hülle widerstandsfähig genug ist, um das zu überleben, aber... Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll, in den Innereien dieses Fleischmonsters festzustecken. Essen, lebend, verstehen. Ja, dann los geht's. Viel Glück, Fleischgesicht. Für die Wissenschaft oder sowas. Essen. Verstehen. Ich lass dich dann mal. Du kannst gern hier bleiben, würde mir nichts ausmachen. Fühlst du dich hier nicht einsam? Ein wenig, manchmal. Der Fleischkraken ist mein Freund, aber spricht nicht viel. Und hin und wieder denke ich, dass es schön wäre, wenn ein paar mehr Leute hier wären. Aber es ist nicht wichtig, dass sich jemand... Was? Aber es ist wichtig, dass sich jemand um den Kraken kümmert. Also harre ich hier aus. Mach dir keine Sorgen. Ich kann damit leben. Aber danke der Nachfrage. Na schön. Dann sind wir wieder weg. Der Fleischkraken hat seinen Freund. Wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Die Frage ist, gehen wir jetzt in den Blutwald, oder wie das heißt? Oder den Bunker? Den alten Bunker oder der rote Wald? Alter Bunker, roter Wald. Gehen wir erst in den Bunker, weil ich glaube, da sind eher menschliche Gegner und die haben eher Waffen, die wir dann auch benutzen können. Ich muss nur hier am Gebirge entlang ein bisschen suchen, damit wir den Bunker finden. Er hat gesagt, irgendwo östlich von Tauris. Und da dürfte er wahrscheinlich auch schon sein, oder? Ich hoffe, mit unserem neuen Schwert können wir einfach alles weghauen. Wir schleichen, wir schwerteln und alle tot. Schauen wir mal, ob das so hinhaut, wie ich das gerne hätte. Haben wir Munition für irgendwas? Ja, für unsere neue Schrotflinte. Zählt die auch als Gewehr? Yeah! One-Hit-Kill und gleich wieder in Deckung gehen. Nice. Weggeschnetzelt. Hack! Ha, das ist schon cool. Wir können die One-Hit-Killen jetzt. Meine Güte, vielleicht müssen wir uns doch ein bisschen auf Stealth spezialisieren. Das ist ja irre. Weg hier. Sehr schön. Ich hätte mich zwar echt vorher heilen sollen, weil das war gerade sehr riskant, aber ist ja nochmal alles gut gegangen. Essen wir ein bisschen Fleisch und schauen uns mal hier noch ein bisschen um. Mensch, haben wir die fertig gemacht. Ja, einen starken kann ich jetzt schon mal sagen, nachdem ich jetzt ein bisschen rumexperimentiert habe. Es gibt viele interessante Skills, mit denen man interessante Sachen machen kann. Viele lustige und komische Skills auch. Aber einen krassen Nahkämpfer machen erscheint mir aktuell wie das absolut Beste, was man machen kann. Meine Güte. Ja, es lohnt sich jetzt sogar die Fleischtierchen zu töten. Oh, Antriebslosigkeit. Wo haben wir denn das gefunden? Ich dachte gerade, ich wollte gerade ganz was anderes konsumieren hier. Na gut, stell dir vor, da wäre eine reiche Person. Schwerst gelangweilt und immer auf der Suche nach der nächsten Sache, bis diese Person eines Tages von diesem Ort hier hört. Dann stell dir vor, du könntest diese Welt so verformen, wie du willst. Alles an deinen Vorlieben anpassen. Und dann lebst du für Jahrzehnte in diesem himmelgleichen Szenario. Wird es dann nicht zu deiner eigenen Hölle, vor der dich niemand retten kann? Kommt drauf an, ob der Zustand
eingeloggt ist und ich kann es dann nicht mehr verändern. Weil wenn ich es immer weiter verändern kann, dann nicht. Dann ist es ziemlich cool. Aber wahrscheinlich wird alles nach ein paar Jahrzehnten langweilig, ja. Ist da nicht Antriebslosigkeit, der Mangel an Motivation, irgendwas zu tun, dein Untergang, dein Daseinsende? Wenn du keine Ziele mehr zu erreichen hast, werden alle Tage gleich. Wenn du immer Sicherheit und gutes Essen hast, dann ist das doch sicher etwas Positives für einige Jahre oder sogar Jahrzehnte. Aber was dann? Wenn medizinischer Fortschritt das menschliche Leben um Jahrhunderte verlängert, wie fühlt es sich dann an? Ich behaupte, dass alles in Langeweile endet. Ein aktiver Geist, der andauernd konsumiert und schafft, dem geht eines Tages die Sache aus, die er konsumieren und schaffen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, innerhalb von ein paar hundert Jahren gibt es so viele ganz neue Sachen, an die man gar nicht denkt, die man dann neu probieren kann und so. Die einem am Anfang gar nicht, ne? Ich glaube, man hat nur über keinen Bock, was Neues anzufangen. Aber wenn einem wirklich langweilig ist, wenn man dann wirklich mal in so ein Loch fällt nach 300 Jahren Leben, dann macht man einfach was komplett anderes. Ich glaube, ich könnte jetzt einfach mal 300 Jahre Urlaub brauchen, damit ich alle Spiele im Game Pass spielen kann, die ich spielen will. Und dann schauen wir weiter. Dann kann ich immer noch bergsteigen oder zu segeln anfangen oder boxen oder was weiß ich was. Ich glaube, das geht schon. Man muss sich nur daran gewöhnen, verschiedene Sachen zu machen. Sich an Abwechslung gewöhnen. Kann man sich an Abwechslung gewöhnen? Kann einem das Konzept von Abwechslung an sich irgendwann langweilig werden? Dass man sagt, nicht schon wieder was Neues, das ich noch nie gemacht habe. Langweilig. Wer weiß. Jetzt habe ich ein Schwert gefunden. Würde mich fast ärgern, aber das ist schlechter als unser Schlachtbeil. Naja, es ist schneller, ne? Keine Ahnung, wie viel Damage per Second das machen würde. Aber ja, passt schon. Eine abgesägte Schrotflinte. Dann können wir mal einen... Das Schwert können wir... Ich zerteile das. So. Yes, meine Güte, ey, das Spiel ist so viel leichter mit so einem krassen Nahkämpfer, das ist irre, ein anderes Spiel, das ich hier spiele gerade, verrückt, mein erster Playthrough mit meinem ersten Charakter hatte hier wirklich voll so Survival-Feeling irgendwie, ich musste echt voll auf meine Heilung schauen, voll auf meine Ressourcen achten, alles war super knapp und super schwer und erst die letzten Stunden hatte ich das Gefühl, dass ich schon langsam stark werde. Und hier schnetzeln wir uns durch, als wäre es ein Spaziergang. Krass. Ich hätte gut Bock, Punkte in Schleichen zu investieren, weil das machen wir oft und das ist sehr effektiv. Beeinflusst, wie schnell andere Charaktere dich entdecken, langweilig, erhöht Schaden von Hinterhaltattacken. Das klingt schon interessanter. Ich glaube, das machen wir. Wir werden jetzt voll der Klingenwaffenschleicher. Ninja! Oh ja! Das musste getan werden, sagt mein Charakter. Und recht hat er. Oh, wir müssen Dietriche craften. Kann ich noch irgendwas zerlegen? Ich habe doch gerade so viel gelootet. Ah, hier, den Stock. Den zerlegen wir. Müll und Schnaps. Man kann nur, wenn man im Schleichmodus ist, nicht zu lange laufen. Das verbraucht quasi Ausdauer im Grunde, wenn man so will. Wenn ihr jetzt in meine Richtung guckt, ich bin zuversichtlich, dass wir die trotzdem mit dem Knüppel hauen. Kannst du dich mal umdrehen da oben, bitte? Dreht sich der nicht um? Dann gehe ich vielleicht einfach einen anderen Weg. Da ist ein Loch drin. Jemand hat schon alles rausgenommen. Der eine, der da steht, bewegt sich echt nicht.
Naja, dann gehen wir wirklich erstmal den anderen Weg. Ich will ihm jetzt auch nicht direkt reinlaufen in die Schussbahn. Wenn der irgendwie eine Energiewaffe hat oder sowas, das macht schon viel Schaden. Auch wenn wir jetzt viel Zähigkeit haben, aber ich glaube trotzdem, man muss es ja nicht herausfordern. Lieber schleichen und heimlich alle zerschnäpseln. Es läuft und produziert Strom. Oh oh, da kommen wir. Na, macht er mir die Nase vor der Tür zu. Oder so ähnlich. Tja, was hat er jetzt davon? Schnaps, Haushaltswaren und Quarz. Ich verstehe irgendwie nicht ganz. Es gibt viele so Schätze, wie zum Beispiel Quarz, die sind scheinbar nur dafür da, dass man die bei Händler verkauft. Aber bei jedem Händler, den ich bis jetzt in meinem anderen Safegame getroffen habe, kriege ich dafür ein Gold. Immer. Ich weiß nicht, ob ich da den richtigen Juwelier oder so noch nicht gefunden habe oder... Weil das müllt mir halt immer das Inventar zu und ich denke mir immer, ich will es jetzt auch nicht liegen lassen, aber im Endeffekt ist es einfach... Nix wert, irgendwie. Und das finde ich schade. Oh oh, wenn ich jetzt die Tür aufmache, sieht er mich. Ah, jetzt nicht mehr. Hätte mal lieber die Tür im Auge behalten. Er hat auch ein Schwert. Ja, echter Schwertkampf. Ich habe gewonnen. Erstmal ein bisschen Fleisch. Der Schlüssel passt. Tür geöffnet. Sieht aus, als könnte ich in die Maschinenöffnung reingreifen. Nimm den Maschinenkern. Hier ist es. Wahrscheinlich nützlich. Jetzt habe ich den Maschinenkern. Ich weiß gar nicht, was will ich denn mit dem Maschinenkern? Ich bin eigentlich wegen... Octofluid hier oder sowas. Ein rotes Bandana. Schutz gegen Feuer. Naja, ich glaube, da bleiben wir beim schwarzen. Schutz gegen Energie. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Gegner mit Feuer gesehen bis jetzt. Naja, Schleichen ist halt auch schon in den meisten Spielen sehr mächtig, ne? Das ist verrückt, ein ganz anderes Spielerlebnis. Ich würde da echt fast empfehlen, nachdem mein erster Playthrough so relativ schwer war, das dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Wenn ihr vorhabt, einen Kämpfer zu machen, spielt ruhig auf schwer. Wäre jetzt meine Empfehlung, weil wenn man so ein bisschen Ressourcen managen muss und wirklich jede Kugel und jedes Fleisch, das man hat, wertvoll ist, ist das irgendwie schon eine coolere Spielerfahrung. Andererseits jetzt gerade so mächtig zu sein, macht mir schon auch ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Gerade im Kontrast zum letzten Charakter. Aber für den Anfang finde ich es, glaube ich, cooler, wenn man echt ein bisschen um sein Survival strugglen muss. Um mal ein bisschen Anglizismen hier unterzubringen. Wir sind hier schon fertig. Haben wir jetzt das Octofluid gefunden? Ich glaube, ja, das haben wir. Das war da hinten in dem Kühlschrank. Und ein Maschinenkern. Eine komplizierte Platine in augenscheinlich gutem Zustand. Ein wichtiges Überbleibsel vergangener Zivilisation. Keine Ahnung, für was wir das brauchen. Keine Ahnung. Hallo, Thanaros. Wie geht's? Grüß Gott. Ja, dann hauen wir ab von hier. Den haben wir es gezeigt. Meine Güte, war das leicht. Ohne Witz, ich hätte aufnehmen müssen, wie ich hier zum ersten Mal war. Das war ein Überlebenskampf da drin. Es war die Hölle. Keine Munition, keine Heilung. Ständig in irgendwelche Kämpfe verwickelt. Ständig auf der Flucht.
Und hier bin ich jetzt durchmarschiert und habe alle mit meiner viel zu großen Fleischmesserkeule zerhackstückelt. Lustig. Gehen wir in den Roten Wald. Dann können wir in Tauris gleich beide Quests abgeben. Ja, ich habe auch gelesen, weil du gerade schreibst, 5 Stunden nur. Ich habe auch gelesen, dass es nur 10 Stunden Spielzeit aktuell hat und es soll insgesamt 30 kriegen. Ich habe es jetzt schon 20 gespielt. Weil ich keine Ahnung, wie ich auf 20 komme, aber es stand da. Also wenn nicht irgendwie ein Bug drin ist, der die Zeit falsch misst oder so, keine Ahnung. Ich habe halt wirklich die ganze Karte im Grunde abgeklappert, also die ganze Weltkarte bereist. Und waren ganz viel optionalen Orten, an denen man aktuell auch teilweise noch gar nichts machen kann. Da stehen im Grunde Charaktere rum, die sagen, ja, keine Ahnung, komm später wieder, was weiß ich. Aber ich glaube, ich habe schon so ziemlich die Weltkarte einfach abgegrast. Wahrscheinlich kommt daher einfach die Spielzeit zusammen. Moment, warum habe ich da... Ach so, das sind 5 schon. Mhm. Dammit, wir hätten vielleicht doch schnell in die Stadt gehen sollen, um einfach zu verwerten Sachen. Was habe ich ausgerüstet? Eine abgesägte Schrotflinte. So, essen wir ein bisschen Fleisch. Und dann zerhackstückeln wir. Ah, der sieht uns gleich. Puh. Oh, Schleichen verbessern lohnt sich wirklich. Ich kann jetzt ewig im Sichtkegel von denen stehen bleiben, bevor die mich sehen. Ja, ich kann, glaube ich, schon jetzt nach meinen bisherigen Spielerfahrungen sagen, dass Schleichen und Nahkampf der Easy-Modus in dem Spiel ist. Wenn man sich darauf spezialisiert... Dann und Toughness, damit man mehr Lebensenergie hat. Dann kann man einfach alles wegstückeln, bis jetzt zumindest. Ja, und selbst wenn sie mich sehen, na und? Hier, die Würmer hauen wir auch noch. Beißen die mich hier einfach... Herren, das ist gut. Oh, oh. Mist. Es gibt recht gefährliche Nahkämpfer-Mutanten. So einen haben wir bis jetzt, glaube ich, noch nicht getroffen. Bin gespannt, ob ich die auch so einfach mit meinem Schwert weghauen kann, wie alle anderen bis jetzt. Gucken wir mal. Müll. Ah, da ist der lila Schleim für den Kotzwettbewerb. Können wir dem anderen, dem Kotzwettbewerb-Kerl auch helfen? Ah, da ist so einer. Das ist so einer, der ziemlich krasser Nahkämpfer ist. Tja, nicht so krass wie wir. Das ist schon irre. Voll auf Schleichen und auf Schwertkampf spezialisieren ist irre. So, wir haben eigentlich schon, warum wir hier waren, aber wenn wir schon hier sind, grasen wir hier natürlich alles ab. Ah, eine Höhle. Oh, ist das die Spinnenhöhle? Es gibt eine Höhle, die ist voller Spinnen. Ich habe sie gehasst. Ich habe sie gehasst. Aber da war ich auch der andere Charakter, ne? Wer weiß. Da war ich auch mein okkulter, mit Tieren sprechender Fleischversteher-Charakter.
Wahrscheinlich sind mit dem hier die gar nicht so schlimm. Konservieren wir mal. Konservieren wir von mir aus. Dann konservieren wir halt mal die Erfahrungspunkte und ein bisschen Fleisch. Oh, Schnaps und ganz viel Kotze überall. Ich frage mich, was das Spiel mit diesen ganzen Kotz-Gags hat. Das ist halt so. Das ist halt so hier. Ich meine, wer einfach in einer Welt, in der man einfach das rohe Fleisch isst, das irgendwo aus dem Boden wuchert, da wird, ist halt Kotzen auch ein großer Bestandteil. Oh oh, jetzt haben wir den Rage-Mode aktiviert. Aber der raged immer nur dreimal und dann ist er hilflos. Ah. Jetzt come on. Na dann, rage nochmal. Sudala. Ein bisschen Quarz. Ach nein. Hilfe. Entschuldigung. Ich habe gerade das Mikrofon schon wieder geboxt. Ein paar Zirkone. Ich werde mir jetzt bald ein neues Mikrofon kaufen, glaube ich. Das habe ich jetzt schon mir... Das habe ich mir jetzt schon auf Amazon, habe ich mir ein paar rausgesucht. Oder beziehungsweise auf Amazon stimmt gar nicht in dem Fall. Da habe ich mir ein gutes Headset rausgesucht. Aber auf so Vergleichsseiten habe ich mir jetzt echt gute Mikrofone ausgesucht, wo ich mir jetzt echt mal ein Upgrade, ein Mikrofon-Upgrade holen werde. Das ist längst überfällig. Ich meine, das Mikrofon, das ich habe, ist echt gut und so. Aber es könnte besser sein. Tick im... Besser geht halt immer. Ich habe halt immer noch ein sehr gutes Einsteigermikrofon, aber mittlerweile mache ich das hier jetzt einfach seit einem Jahr professionell, gerade auf YouTube halt. Und da brauche ich auch irgendwie ein professionelles Mikrofon oder kann ich zumindest jetzt echt mal investieren, finde ich. Na dann, sind wir in der Höhle fertig. Es war nicht die nervige Spinnenhöhle, die ich meinte, vor der ich Angst hatte. Ah, hallo. Das Spiel hat übrigens eine Person zu großen Teilen gemacht. Der hat 6 Jahre lang daran gearbeitet und hat sich erst die letzten Jahre dann irgendwie noch ein paar, aber nur 2, 3 Leute als Verstärkung geholt, die ihm helfen bei gewissen Sachen. Und das ist schon ziemlich crazy. Der hat, als Fallout 4 erschienen ist, das fand ich ganz witzig, hat da auf Twitter getweetet, Fallout 4, Fragezeichen, dann mache ich eben mein eigenes Fallout mit Blackjack und Nutten. Und das spielen wir jetzt, 6 Jahre später oder so. Bis jetzt habe ich noch kein Blackjack und keine Nutten in dem Spiel gefunden, aber okay. Ist ein Futurama-Zitat, falls ihr das nicht kennt. Cool, dann gehen wir auf nach Tauris zurück. Oder so. War das ein deutscher Satz? Na, geht schon. Lassen wir durchgehen. Ich frage mich, was das ist, was man da immer sieht. Dieser... blutende Technobaum. Bestimmt noch wichtig für die Lore. Ja, ich werde jetzt die Demo, glaube ich, auch wirklich, also die Demo sage ich schon, aber die Early Access Version hier wirklich zur Seite legen nach diesem Stream. Ich wollte es jetzt nur noch mal vorführen
Und dann warte ich, bis das Spiel nächstes Jahr oder vielleicht auch erst übernächstes Jahr, die sollen sich ruhig die Zeit nehmen, die sie brauchen, fertig ist. Und dann werde ich es mir nochmal vielleicht anschauen. Also wahrscheinlich. Ich will mir immer mit so Early Access Version gar nicht zu sehr die Freude an dem Spiel kaputt machen. Da habe ich in der Vergangenheit meine Lektion gelernt, weil bis die Spiele dann richtig cool oder fertig waren, hatte ich schon keinen Bock mehr drauf. Deswegen wird das nach heute, nach dem Stream heute jetzt für mich beendet erstmal. Aber im Hinterkopf behalten. Du bist wieder da. Ich habe alles, was du brauchst. Na dann, gib mal her. Jetzt noch kurz ein wenig vorbereiten. Sehr gut. Ich habe die Standard-Scanner-Frequenz so kalibriert, dass ich die meisten Aktivitäten von Fleisch beobachten kann. Lass mich mal sehen. Ja, das ist definitiv, da ist definitiv etwas los. Aber nicht sehr viel. Es wäre interessant zu wissen, wie der Fleischnexus auf deinen Körper reagiert, der mit Octagon Fluid behandelt wurde. Der Fleischnexus? So nenne ich das Gewebe aus Fleisch in dieser Höhle. Es hat Masse, Tentakel und Knoten. Da ist ein beachtenswerter Knoten hier am Ende der Höhle. Schmieren wir noch ein wenig Octagon Fluid auf deine Haut. Wenn ich richtig liege, dann macht dich das schon viel kompatibler mit dem Fleischnexus. Geh mal hin und versuch's. Okay. Der Fleischnexus ruft nach dir. Ich versuche zu antworten. Du reichst hinein. Etwas oder jemand ist da. Du empfindest... Die Empfindung steigt und du fühlst, wie sich 1000 Augen auf dich fixieren. Du versuchst zu sprechen, doch du hast keine Stimme. Der Moment ist vorbei und die Präsenz schwindet. Da bist du ja wieder. Ich habe mit dem Fleischnexus gesprochen, beziehungsweise ihn untersucht. Und? Es reagiert auf mich. Ich glaube, ich kann damit kommunizieren. Ich habe einfach das Gefühl, dass meine Stimme zu schwach ist oder sowas. Faszinierend. Wie konntest du denn deine Stimme stärken? Ich weiß nicht so wirklich. Vielleicht etwas mit dieser Fleischkreatur, über die wir gesprochen haben. Interessant. Das ist sicher ein Versuch wert. Okay, dann sprich mal damit. Sonst noch was? Was den Fleischnexus angeht. Du wolltest doch mit der Tentakelkreatur sprechen. Ja, genau. Okay, tschö. Ja, dann machen wir das. Gehen wir zurück zur Tentakelkreatur. Gehen wir erstmal noch kurz, ins Center, damit wir unser Mana aufladen. Wobei, ich glaube, ich habe ehrlich gesagt, genau, ich habe kein einziges Mal einen Frostzauber benutzt, was einfach nicht notwendig war. Dann... Nichts wie weg hier. Halt, stopp! Dammit. Ich hätte noch unseren Kotz-Zweikämpfer sein Dopingmittel bringen können. Mache ich jetzt noch schnell, wenn wir schon hier sind. Dann machen wir das jetzt. Mein Gott, die Ladezeiten sind hier lang. Das liegt aber, glaube ich, jetzt gerade an mir. Am Zustand meines Laptops und so. Am Parallel-Streamen. Weil normalerweise streame ich ja meistens über Konsole und so, über die Capture Card. Jetzt wollte ich eigentlich direkt quasi das Spiel direkt streamen, aber das hat leider irgendwie echt nicht funktioniert. Ich habe es versucht und jetzt habe ich quasi eine Capture Card. Also jetzt geht quasi das Signal von dem Spiel, von meinem Laptop in die Capture Card, zurück in meinen Laptop
und an den Zweitbildschirm. Total umständlich, aber ich habe das jetzt last minute noch schnell so zusammengeschustert hier quasi. So, verkaufen wir mal schnell bei dem Verkaufsautomat noch alles, was wir zu verkaufen haben. Ich verkaufe auch das rote Bandana. Warum eigentlich nicht? Was habe ich denn gerade ausgerüstet eigentlich? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube eine Schrotflinte. Ich glaube, ich könnte eine verkaufen. Aber egal. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und den Rest behalten wir. Noch ein bisschen sparen oder vielleicht, uiuiui, jetzt passt mal auf. Das könnten wir dann vielleicht nämlich noch testen. Vielleicht kann ich mir mal den Zauber holen, ich nenne die jetzt einfach Zauber, die Implantate, dass wir eine Fleischlegion beschwören können, wenn ich ein paar Crafting-Ressourcen verkaufe. Viel muss es gar nicht sein. Oh ja, komm, verkaufen wir die 8-mal. Und zack. Da bin ich jetzt nämlich gespannt drauf. Das kenne ich nämlich auch noch nicht. Oh, nein, da brauchen wir Okkultismus 3. Ah, wir können das alles gar nicht lernen. Zumindest nicht mit diesem Charakter. Schade, 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 schade. Naja, dann sind wir jetzt reich. Immerhin, auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich nur unseren... Ah, ich wollte gerade sagen, unseren Kotz-Turnierfreund finden, aber da ist er schon. Du hast was mitgebracht? Igittigit, und runter damit. Ich bin bereit, komm her. Bist du dir sicher? Du wirst nicht heulen, wenn du verlierst. Ich werde nicht verlieren. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber schau dir das mal an. Etwa gleich auf mit mir, aber das war erst der Anfang. Das ist echt viel und was schwimmt da für pinkes Zeug drin rum? Wie auch immer. Das reicht doch nirgendwo hin oder so ähnlich, egal. Ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Wirklich? Toll. Heißt das, ich habe gewonnen? Ich gratuliere. Endlich, ich bin so glücklich. Ich könnte einfach... kotzen. Danke, dank dir habe ich gewonnen. Ich werde das nie wieder tun. Das ist eine gute Entscheidung. Er hat gewonnen. Zumindest nach seinen Regeln. Kannst du nicht sehen, wie selbstbewusst er jetzt aussieht? Das hast du toll gemacht. Hast du ihn nicht vorher noch selber angestachelt? Natürlich, er darf nicht wissen, dass ich ihm helfe. Ah, nett, die beiden. Hallo, Netghost. Hallo, Timmes, wie geht's? Tja, so ist das hier in Death Trash. Da seid ihr gerade bei einer überaus interessanten Quest reingeschneit. Ach, wo ist denn hier der Ausgang? Weil sonst haben wir jetzt, glaube ich, echt alles erledigt. Dann gehen wir jetzt zurück zum Fleischkraken. Und geben dem endlich... Oh, nee, stimmt ja gar nicht. Der hat ja schon einen Freund. Wir reden mit dem wegen unserer Kommunikation mit dem Fleischnexus. Bunker 17 haben wir abgegrast. Den roten Wald haben wir abgegrast. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, das Letzte, was wir gerade noch zu tun haben hier. Den Tempel... Das Kraken und dann hoffen wir, dass wir besser mit dem Fleischnexus kommunizieren können. Gucken wir mal. Tempel des Kraken.
Essen. Hey, weißt du, wie ich mit all dem Fleisch reden könnte, das überall wächst? Starke Stimme. Kannst du mir zeigen, wie? Nachdenken. Sehen. Wissen. Plötzlich überkömmt dich ein Bewusstsein für deine alten und jüngsten Erinnerungen. Okay, cool. Jetzt haben wir unseren Geist freigeschaltet. Das ist quasi ein weiteres Upgrade-System für unseren Charakter. Und wir haben jetzt hier verschiedene Erinnerungen, wie zum Beispiel Einsamkeit, eine Emotion, alleine, hier ist niemand, Leere, Frieden, Trauer. Dann haben wir die Erinnerung an den nackten Mann. Dieses Bild ist für immer deins. Und Fleischkraken, eine Erinnerung. Maximales Leben plus 2. Freundschaft, Gesellschaft, Unterhaltung. Und diese Erinnerung werden wir jetzt mal anlegen, verinnerlichen. Die Erinnerung an den Fleischkraken gibt uns plus 2 Lebensenergie permanent. Und wir können jetzt wahrscheinlich noch besser mit dem Fleischnexus kommunizieren. Also zurück nach Stadt. Dingens. Kirchen. Taurus. Ganz genau, das meine ich. Dass wir bis jetzt noch keine Zufallsbegegnungen hatten. Aber ich habe das Gefühl, diese Zufallsbegegnungen spawnen eher irgendwo in der Prärie draußen immer. Nicht so hier im zivilisierten Teil der Welt. Weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich glaube schon. Also hier dieser Streifen ist zumindest relativ sicher. Zwischen Kraken und Taurus. Hey, ich könnte mal was versuchen. Ich glaube nämlich, dass das Spiel... Oh, eine ganz komische Auflösung eingestellt hat. Aha, ich habe mir nämlich schon gewundert, das sieht im Stream so komisch aus irgendwie. Okay. Jetzt hat es nicht mehr die schwarzen Balken. Hey, Moment mal, sind wir aufgestiegen? Ich habe da... Ja, wir sind aufgestiegen. Wann ist denn das passiert? Habe ich gar nicht mitbekommen. Erhöhen wir unsere Zähigkeit noch ein bisschen mehr, damit wir noch unsterblicher werden, als wir eh schon sind. Unsere scharfen Waffenskills und unsere Schlossknackfähigkeit. Bam. Und jetzt... Was wollte ich jetzt? Ach so, genau, runter zum Fleischnexus. Wo laufe ich denn rum? Ah, jetzt brauche ich wieder einen Schnellreisepunkt. Da bist du wieder. Ich bin bereit, mit dem Fleischnexus zu sprechen. Und? Wie funktioniert das nun? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, doch ich glaube, ich habe jetzt eine Stimme. Interessant. Probier sie doch gleich mal aus. Sonst noch was? Nö. Auf zum Fleischnexus. Der Fleischnexus ruft nach dir. Versuchen wir zu antworten. Du reichst hinein und der Fleischnexus wird sich deiner bewusst. Du lässt das Fleisch in deinen Verstand. Das Fleisch. Und jetzt sind wir ein Fleischwurm. Essen Fleischwürmer Fleisch? Ich meine, ich kann die kaputt beißen, aber...
wo ich mich mit dem da anlegen sollte. Der läuft irgendwie vor mir weg, der Mutant. Wer kommt zu mir? Ein Sucher? Ein Jäger? Wer bist du? Und wo bin ich? Ich bin der Leiter der Gedanken. Ich bin die Stimme des Nexus. Ich bin das Orakel. Ich fühle dich weit weg, aber du bist auf Nexus, ein Teil von unserem Nexus. Du musst mir helfen, Vishnu. Woher weißt du meinen Namen? Du bist ein Wurmschamane, richtig? Und ich brauche Hilfe. Ich spüre sein Pulsieren. Er ist auf der Suche nach mir. Du musst mich hier rausholen, bevor er mich findet. Wie bekomme ich dich hier raus? Ich weiß es nicht. Hol mich hier bitte raus. Hilf mir. Der Schamane, der Fleischschamane. Nee, der Fleisch, das Fleischorakel. Wir sind der Wurmschamane. So kann's gehen. Deswegen gibt's wahrscheinlich auch Fähigkeiten, dass man Fleischwürmer kontrollieren kann. Weil wir ein Fleischwurmschaman sind. Nur, dass wir halt nicht so gut in Okkultismus uns vorbereitet haben. Und deswegen können wir das halt nicht. Also unser Charakter jetzt, unser Skillset. Du bist wieder da. Ich habe mit dem Fleischnexus gesprochen. Und? Wie war es? Hat der Intelligenz? Über den Fleischnexus selbst bin ich mir nicht ganz sicher, aber da war jemand drin, der durch den Nexus gesprochen hat, nannte sich selbst das Orakel und er will, dass ich ihn finde. Oh, aber wie und wieso? Ich weiß noch nicht. Faszinierend. Das Orakel hat Wurmschamanen erwähnt. Und als ob ein Wurmschamane verpflichtet wäre, dem Orakel zu helfen. Das klingt seltsam. Ein Schamane, sagst du? Vielleicht die Hexe bei dem alten Baum? Ja, ich denke, du solltest versuchen, mit ihr zu reden. Gut, werde ich. Neue Quest. Sprich mit der Hexe. Dann schauen wir mal. Die Hexe beim alten Baum. Damit ist wohl der hier gemeint. Aber hey, machen wir mal kurz eine kleine Expedition hier zu dem komischen Dingens. Ich will nur mal gucken, ob hier eine Location erscheint oder nicht, weil ich weiß es wirklich nicht. Oh, da ist zumindest eine Zufallsbegegnung, eine Anomalie. Anomalie detected. Na egal, die machen wir fertig. Oder wir handeln mit denen. Man weiß ja immer nicht, was so Anomalien sind. Kann was Neutrales sein, was Gutes oder was überaus Problematisches. Da gibt es wirklich teilweise gigantische Rudel von Fleischmonstern, die mit meinem vorherigen Charakter quasi unbesiegbar waren. Aber jetzt, mit dem hier, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich mir da gar keine so großen Sorgen. Die werden weggeknüppelt. Mit unserem Messer. Aber hier ist irgendwie gar nichts gerade. Aber irgendwo, es sind immer irgendwo NPCs. Zumindest war es bis jetzt immer so, wenn ich so Anomalien gefunden habe. Wir könnten die Anomalie verlassen. Aber ich bleibe jetzt noch ein bisschen hier. Ich wittere hier. Oh, ein Rudel Fleischies. Und was für ein Rudel.
Aber wenn ich den hinteren erwischen würde. Ah! Dammit. Nein, jetzt kommt ihr auch noch in meine Richtung. Ah! Ah, scheiß drauf. Das könnten wir sehen. Vielleicht haben wir das doch übernommen. Aber mein Gott, ist unser Charakter auch tough, ey. Der hält so viel aus. Oh oh, jetzt kommen die anderen. Ich mache mich mal kurz unsichtbar. Ich hätte gern einen von denen da erwischt. Weil der dann die anderen gesprengt hätte. Damit hätte ich quasi einen riesen Massen-Karambulagen-Explosionstod verursachen können. Aber naja. Hat der auch so funktioniert. So, meine Güte, sind wir übermächtig. Hey, spiele ich, ich muss mal, habe ich versehentlich auf leicht gestellt, weil wirklich, wirklich, wirklich jetzt dieser Sprachenunter, dieser, nee, Standard, dieser, Schwierigkeitsunterschied ist so irre. Naja. Das war eine große Gruppe von Gegnern, die uns eine große Gruppe von Loot beschert hat. Oder so. So, die abgesägte Schrotflinte verwerten wir auch noch. Dann ist unser Inventar nice and tidy. Ich drehe mal noch eine Runde, aber ich glaube, wir haben jetzt den Gegnerkern hier kaputt gemacht. Aber vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Ich esse mal noch einen Happen Fleisch oder zwei. Fleisch haben wir nicht mehr so viel. Da muss ich aufpassen. Aber wir haben, glaube ich, auch noch ein paar Organe. Genau. Na gut. Oh, was ist denn du für eine Person sein? Ich wünschte, ich wäre immer noch im Cyberwomb. Traue den Maschinen nicht. Hey, sprich nicht mit mir. Okay. Na dann, hauen wir ab. Irgendeine Frau, glaube ich, die gerne im Cyberwomb wäre. Und ein Riesenrudel Gegner, die jetzt tot sind. Oh, da ist tatsächlich was. Da war ich selbst bei meinem Hauptcharakter, bei meinem ersten Playthrough-Charakter noch nicht. In der Ecke hier. Bin gespannt. Das sieht wichtig aus. Wie ein, weiß ich nicht. Entweder eine riesige Toranlage, die Wand. Oder ist das sowas wie in Game of Thrones? Oh, oh, da sind auf jeden Fall Gegner. Aber du bist kein Gegner, oder? Gib's auf. Du kommst da nicht durch. Was meinst du? Das ist der Eingang zur verendeten Stadt. Ich komme hier alle paar Monate vorbei, um nachzusehen, ob der Weg frei ist. Das heißt, da drüben wütet der Tod. Alles sei gestorben. Aber ich glaub das nicht. Ich bin das Fleisch hier so satt. Ich wette, die haben besseres Zeug als wir. Wir könnten versuchen einzubrechen. Unmöglich. Zumindest von hier aus. Du kommst da nicht durch. Ja, Gunther. Schauen wir uns mal um bei der Wand. Dieser Weg ist komplett abgeriegelt. Sieht aus, als hätten Leute versucht einzubrechen. Vergeblich. Na gut, habe ich wohl noch nicht viel verpasst, auch mit meinem anderen Charakter hier. Das war's schon. Ups. Einfach nur eine große Wand.
Aber gut. Dann gehen wir mal hier zum alten Baum. So. Ich muss mich nur schnell anders hinsetzen. Oh, mein Handy will ein Update machen. Dann mach doch jetzt das Update. Jetzt brauche ich dich eh gerade nicht. Update gestartet. Na dann. Alte Bäume. Hey, hallo Fremder. Wir kriegen nicht viele Gäste hier. Bist du ein Freund der Titanen? Ich glaube schon. Gut. Ich werde weiterhin aufpassen, dass du nichts Dummes machst, aber geh gerne da durch und sprich mit Axa. Hey, willst du meine Waren sehen? Zeig mal her. Anleitung für Fokusenergie. So, so. Und noch ein bisschen anderes Zeug. Ich hätte für dich hier Aventurin. Was hältst du davon? Na dann, tschüssen. Hier, die Szene ist im Trailer von dem Spiel. Fand ich komisch. Da geht der hier runter und pflückt diesen Hexenfinger. voll die geile Action-Szene für den Trailer. Ich schätze, die soll einfach zeigen, dass es hier auch Loot und Crafting oder so gibt. Aber fand ich lustig. So. Sprich mit der Hexe. Oh, was wächst denn bei dir alles hier im Baum? Ich darf mich doch bedienen. Hey, wer bist du? Vishnu. Und du? Axa. Was bringt dich hier? Herr. Nee. Was bringt dich hier einfach nur? Na dann. Ich bin infiziert. Erzähl weiter. Ich weiß nicht, was für eine Krankheit es ist. Fühlt sich an, als wären meine Organe voll aufgebracht. Ich muss viel kotzen. Nun, ich bin kein Doktor. Da ist einer in Tauris, wenn du einen brauchst. Ich war beim Doktor, war keine große Hilfe. Dann habe ich mit Mortus geredet. Er untersucht den Fleischnexus. Fleisch was? Den Fleischnexus, die Adern aus Fleisch überall. Ah ja, das passt. Und nun was? Ich habe das Orakel getroffen. Du hast das Orakel getroffen? Du kennst es? Noch nicht selber getroffen, aber das Orakel ist mir gut bekannt. Und wie war das Orakel? Klang, als wäre es in Gefahr. Es wollte, dass ich es dort raushole. Wie? Ja, es sagt, jemand sucht nach dem Orakel. Wer ist dieser jemand? Ich weiß es nicht. Das Orakel macht nicht viel Sinn. Also, wo ist das Orakel? Hast du es rausgeholt? Nein, ich hab's nicht wirklich körperlich getroffen. Denke ich. Es war in einer Höhle, aber ich habe es durch Kommunikation mit dem Fleisch erreicht. Oh, das ist interessant. Du warst es, der es erreicht hat und nicht umgekehrt. Ja. Ah. Jedenfalls, das Orakel ist einer der Titanen. Ich muss es beschützen. Zuerst muss ich es finden. Ist am besten, die anderen Titanen zu fragen, nehme ich an. Hören, was los ist. Willst du helfen? Nun, wenn du helfen willst, reise gerade nach Osten. Von hier und besuche den Philosophen. Du könntest ihn auch nach deiner Kommunikation mit dem Fleisch befragen. Ich werde einen anderen Freund besuchen. Okay. Gut, dann lass uns nachher wieder treffen. Viel Glück.
Der Philosoph. Befehl. Liste aller Befehle. Fehler. Ungenügender Zugang. Befehl. Verlassen. Nach Osten soll ich gehen. Ich gehe jetzt aber erstmal nach Norden. Ah, das sind Spinnen. Ich habe keine Angst mehr vor Spinnen. Die hauen wir jetzt. Wisst ihr was? Ich kann die sogar einfrieren. Und dann, meine Güte, wir sind so mächtig. Pff, Spinnen. Lächerliche Kreaturen. Oh oh, ganz schön viel Fleischaktivität da oben. Kann ich mich jetzt echt von hinten an die Spinne anschleichen? Was für eine Loser-Spinne. Ich kann gerade nicht richtig, laufe ich hier, ist das ein riesen Abgrund unter uns? Ich glaube schon. Ich dachte erst, das wäre eine schwarze Flüssigkeit oder so, aber jetzt erkenne ich es, das ist ein Abgrund, eine Schlucht. Interessant. Ess mal die Konserven, die wir haben, die bringen nicht viel. Aber ich glaube gerade richtig und wir haben wieder einen Inventarplatz leer gemacht. Ein Erinnerungsstück konsumieren. Ein seltsamer Fleisch, Steinstatue, da Blut kotzt. Sieht aus wie ein Schrein. Aha. Naja. Ein paar Gegner, ein paar Erfahrungspunkte, guter Loot. Aber scheinbar ist ja sonst nichts. Na dann, wir können ja zumindest in den Baum zurück schnell reisen. Und dann gehen wir mal hier noch rein, weil da waren wir auch noch nicht drin. Abgeschlossen. Ah, wenn wir hier einen Dietrich craften. Ich mach gleich ein paar mehr auf Vorrat. Dann können wir hier die Tür öffnen und mal reinschauen. Und dann ist hier ein Klo. Und sonst irgendwie gar nichts. Na, das hat sich mal nicht gelohnt. Da habe ich wahrscheinlich wieder einen Ausgang für später schon vorzeitig geöffnet oder so. Na dann. Sind wir hier fertig, denke ich. Irgendwie hätte ich gern einen Sprintknopf. Mir ist manchmal die Fortbewegungsgeschwindigkeit von der Figur nicht schnell genug. Gerade wenn ich einfach nur von A nach B laufe und ihn nicht am Erkunden bin oder so. Mein Gott, wie weitläufig ist denn das hier unten noch? Da hätte ich gern Turbo-Knopf. Nach oben können wir noch ein bisschen erkunden, bevor wir nach Osten zum Philosophen gehen. Und ich habe den Schnellreisepunkt gar nicht aktiviert. Aha, wer bist du denn? Bitte, ich bin nur hier, um ein wenig allein zu sein. Wo drückt denn der Schuh? Es ist nichts Wichtiges. Ich mache mir nur so meine Gedanken darüber, was ich getan habe.
Ich habe mich um meinen Titan gekümmert. Ich war sein Wächter. Und er war ein Versorger. Ich habe damals nichts Falsches daran gesehen. Um ehrlich zu sein, ich will nicht zu viel darüber nachdenken. Ein Versorger? Oh, du weißt nichts darüber? Tut mir leid, ich will nicht zu viel darüber reden. Man könnte sagen, es war eine Art Partnerschaft. Wir bekommen Fleisch, die Titanen bekommen irgendwas. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber jetzt bedrückt es dich? So ist es. Abgesehen vom öffentlichen grausamen Akt ist es einfach mal grundsätzlich falsch. Als würden wir jemand Unschuldigen ausnutzen, über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte. Aber du meinst, es sei gut für beide Seiten? Ich weiß nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir ihnen etwas angetan haben, den Titanen. Aber bitte, lass mich jetzt einfach sein, sagt der Rainer. Dann lassen wir den Rainer einfach sein. In welche Himmelsrichtung sollen wir gehen, hat die Hexe gesagt. Osten. Ich glaube, es gibt eh nur eine Möglichkeit, die noch nicht aufgedeckt ist. In der Nähe. Können wir mal hier reinschauen. Aha, und da ist auch schon was. Und da oben liegt auch noch was. Manchmal findet man auch Loot direkt auf der Weltkarte. Den nimmt man direkt mit. Da wird gar nicht großartig eine Location dafür geladen. Finde ich ganz nett. Das Versteck des Philosophen. Dann schauen wir uns mal um, würde ich sagen. Oh oh, Monsterparty. Na komm. Da. Der da oben oder die da oben haben es gar nicht gemerkt. Trottel. Oh ja! Er hat eine Energiewaffe, das tut weh. Schnell! Sadala. Jetzt nicht mehr, aber das hat wehgetan, Mensch. Nicht schlecht. Aber wir haben ja noch genug Fleisch. Also, jetzt nicht mehr, aber wir hatten ja noch genug Fleisch. Ich glaube echt, dass ich vielleicht schon mal die Organe jetzt als neue Standardheilung mir einstelle, als Shortcut. Oh, eine Höhle. Aber schauen wir uns erstmal noch fertig hier draußen um, würde ich sagen. Holy shit, jetzt haben sie uns aber schnell erwischt. Meine Güte, das ging jetzt schnell. Tja, so kann's gehen. Das war dieser krasse Nahkämpfer mit seinen Wusch-Angriffen. Ich war zu übermütig. Ich hab mir gedacht, oh, ausweichen, pfff, die hau ich einfach. Und dann Wusch, Wusch und tot. Oh nein, wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Dadurch, dass wir so übermächtig sind, habe ich mein Speichern ganz schön vernachlässigt. Zum Glück autosave das Spiel schon, immer wenn man Gebiet betritt und so, aber ich glaube, wir müssen jetzt nochmal die erste Gruppe schnell hauen, oder? Ich glaube schon. Ja, naja, ist ja auch nicht so schlimm. Moment mal, da kann man auch lang gehen. Und da liegt sogar eine Schrotflinte.
Moment mal, ich glaube, das ist sogar eine bessere als die abgesägte Schrotflinte, die wir ausgerüstet haben. Nicht, dass ich Nahkampfwaffen großartig benutzen würde, aber... Gut, gut. Ach, dammit. Jetzt haben sie mich erwischt. Oh, oh. Jetzt aber schnell den Kerl mal lieber einfrieren. Das endet sonst böse. Oh, ich habe versehentlich mich mit einem Wurm angelegt. Oh mein Gott, beinahe hätte uns der Fleischwurm jetzt auch noch gefressen. Das wäre ja peinlich gewesen. Tod durch Fleischwurm. So, schnell speichern. Na also, jetzt passiert uns das nicht nochmal. In die Höhle gehen wir dann gleich. So, einmal im Kreis um die Karte gekämpft. Autsch, jetzt lauf doch nicht dauernd in diese komischen, stacheligen Dinger. Ein Gehirn? Wie die einfach zerteilt werden. Hey, das war ein Levelabschlag. Yes! Noch mehr Empathie. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob Empathie bis jetzt im Spiel überhaupt so eine große Rolle hat. Ich hätte fast lieber in Okkultismus investiert, damit wir coole Fähigkeiten lernen können. Vielleicht ist es dafür noch nicht zu spät, aber wahrscheinlich schon. Aber egal. Und hier werde ich jetzt noch ein bisschen in Schleichen investieren. Damit unsere kritischen Treffer noch krasser sind. Okay, dann geht jetzt ab in die Höhle. Das ist die Spinnenhöhle, von der ich vorher mal geredet habe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich auch nicht mehr so die große Sorge, wenn es um Spinnen geht. Energiewaffen sind ziemlich gut, aber man haut halt die Energiezellen raus wie sonst noch was. Muss man sich halt einteilen. Dafür ist die Schrotflinte, für die habe ich zwar meistens Energie oder zumindest öfter, die ist in dem Spiel leider irgendwie nicht so gut, finde ich. Naja, ich schau mal, dass ich den hinterhalten kann, weil der ist der Gefährliche. Den anderen kann man so hauen. Oh, Spinne, fast übersehen. Schaffen wir. Komm, einfach draufhauen. Cool. Ist noch ein paar Organe. Geht schon wieder. Schnell speichern. Ah, guck mal. Oh, Mist. Passt schon. Solange wir Munition haben, warum nicht mal ein paar Spinnen erschießen?
Irgendwie kann man Spinnen nicht wirklich mit einem kritischen Überraschungsangriff angreifen. Auch wenn ich außerhalb von deren Gesichtsfeld bin, steht da nie dieses typische hier kritischer Anschleichschlag oder was auch immer da normalerweise über den Köpfen der Gegner steht. Ich glaube, Spinnen sind immun gegen Schleichangriffe. Ich verstehe gar nicht, warum. Wenn die da so rumstehen und so blöd gucken und mich nicht bemerken. Ups, das wollte ich nicht. Offensichtlich nicht. Okay, ein Höhleneingang. Eine Höhle in der Höhle. Die Höhlenhöhle. Eine Vault. Schloss geknackt. Ein bisschen Technik. Ein paar leere Mülleimer, wie immer. Er ist tot. Sieht aus, als ob er ermordet wurde. Nehme mal seine Organe mit, damit ich die später essen kann. Er hat sicher nichts dagegen. Befehlseingabe. Sind da irgendwelche Aufzeichnungen? Aufzeichnungen vom Tod des Bewohners verfügbar. Daten auf Datenträger kopieren. Ja. Berechnen. Datenträger fertiggestellt. Danke. Befehlseingabe. Verlassen. Na gut, der Philosoph ist zwar tot, aber wir haben wenigstens Daten über seinen Tod noch gefunden und auf einen Datenträger kopiert. Damit machen wir uns jetzt auf zurück zur Hexe. Der Prophet, das Orakel, die Hexe, der Schamane. Puiuiui, dass man da mal nicht durcheinander kommt. Was steht denn da? Da steht einfach so Sauerstoff. Aha. Ich dachte Schnaps. Na gut, jetzt erkunden wir gleich noch so ein bisschen den schattigen Bereich da. Wahrscheinlich ist da nichts Großartiges mehr. Eine Zufallsbegegnung haben wir gleich. Und dann looten wir noch den Müll. Dann gehen wir zurück zum alten Baum. Oder zu den alten Bäumen. Ich glaube eigentlich Plural. Warte mal kurz. Ja, okay. Hier war auch wieder ganz schön Gegnerpräsenz. Ah, aber die mache ich fertig. Oh, das sind aber schon viele. Oh mein Gott, und die sind echt gut bewaffnet. Ob das so eine gute Idee war? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Die sind ein bisschen zu krass. Vor allem der eine da, der Blauhaarige mit der Laserwaffe. Wenn ich mich um den mit einem Schleichangriff als erstes kümmern könnte, dann wären die anderen vielleicht gar nicht so schlimm. Oje, oje. Oh, jetzt hat es gar nicht gespeichert. Ich möchte den schon nochmal machen. Diese Begegnung. Die Raider machen wir fertig. Wenn ich jetzt einen Raketenwerfer schon hätte oder Granaten, gibt es ja auch alles in dem Spiel. Ah, einmal reinschießen und dann... Das wäre schön. Aber Raketen sind halt wertvoll. Oh, jetzt haben wir eine andere Zufallsbegegnung.
Dammit, ich hätte echt gern fast nochmal die gemacht, weil ich gern gesehen hätte, was der Kerl da für ein Gewehr hat, für ein Energiegewehr. Oh, die sind nett. Meine Beine tun weh. Wir sind schon viel zu lange unterwegs. Ich habe früher gedacht, Reisen wäre spannend, aber hier draußen ist es so langweilig. Ich habe früher gedacht, Reisen ist spannend, aber hier draußen ist es langweilig. Ich habe früher gedacht, Reisen ist spannend, aber hier draußen ist es langweilig. Na gut, statt einer super schwer bewaffneten, krassen Raider-Gang treffen wir jetzt nur ein paar Reisende, gelangweilte Reisende. Schade. Aber vielleicht ist es auch besser so. Besser für uns. Gesünder. Dann auf zu den alten Bäumen, wo wir der alten Hexe, ich weiß nicht, ob die alt ist, ehrlich gesagt, die nicht so frohe Kunde verkünden. Werte Frau Hexe, ich befürchte, ich habe hier die Organe des Philosophen. Nee, die gute Nachricht ist, ich habe frische Organe gefunden. Ups, falsche Taste. Tri. Waffe wegstecken. Du bist zurück. Der Philosoph ist tot. Tot? Scheiße. Das ist schlecht. Was ist... Wie ist das passiert? Das weiß ich nicht, aber ich habe diese Aufzeichnung. Vielleicht ist da was drauf. Interessant. Gib dem Mastercomputer, sodass wir es analysieren können. Mach ich. Mastercomputer? Ich habe diese Aufzeichnung. Untersuche Work in Progress Quest. Please return later. Ja, okay. Hier ist quasi die Hauptquest im Grunde leider momentan beendet. Es gibt wirklich noch viele andere Questreihen, die man auch in dem Spiel jetzt schon spielen kann. Aber die Hauptstory endet leider hier. Sehr schade, weil das ist eine ziemlich coole Story. Bis jetzt zumindest. Bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, aber weiter geht's halt aktuell nicht. Es gibt ja noch eine Quest, wo man einen Blinden durch einen Dungeon führen muss, beispielsweise. Oder auch, wo man einfach nur irgendeinem Kerl irgendwelche Sachen bringt und dann sagt der, er muss auf einen Händler, auf seinen Kontaktmann warten. Und das dauert einige Tage, aber ich glaube, das ist einfach auch noch nicht fertig. Da geht die Quest noch nicht weiter, weil egal wie viel Zeit vergeht, der muss immer noch ein paar Tage auf seinen Kontaktmann warten. Ein paar Queststränge sind theoretisch noch im Spiel, die man entdecken könnte. Und die Welt von der Quest, die Welt, die jetzt schon im Spiel ist, ist eigentlich auch schon ziemlich groß. Man kann wirklich schon relativ weit reisen. Auch viel von dem, was jetzt noch abgedeckt ist, also hier unten, der ganze Bereich im Grunde, kann man alles schon bereisen, sind überall schon interessante Orte. Das kann man sich schon anschauen. Hier ist der Durchgang. Man kann auch hier hinten rumreisen, da findet man nicht viel, aber auch ein paar Kleinigkeiten. Ja genau, also es gibt durchaus schon einiges zu entdecken, man kann seinen Charakter hochleveln, man kann schon Spaß mit dem Spiel haben, aber ich freue mich wirklich schon auf den fertigen Release. Aber ich glaube an der Stelle machen wir jetzt dann für heute einfach schon mal Schluss. Weil das ist gerade ein schöner Abschlusspunkt für das Spiel und wie gesagt, ich glaube ich werde das Spiel jetzt selber auch zur Seite legen, bis... dass der Tod uns scheidet, oh Gott, nein, bis das Spiel fertig ist, einfach. Genau. Na schön, Leute, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein, danke für die Bits und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und wenn ihr auf YouTube zuseht, dann hier bitte schöne Tageszeit einsetzen. Macht's gut, bis bald. Ciao.